So, dann geht's doch gleich los. Scheint zu funktionieren. Ja, ich bin im Bild und er zeichnet auf und wahrscheinlich bin ich auch zu hören. Sieht ganz gut aus. Ja, wunderbar. Bild ist da. Chat funktioniert. Gut, dann schon mal herzlich willkommen. Ich bin immer noch Alexander oder Alex und ich spiele weiterhin Anno 1800, die Open Beta. Wir haben gestern schon mal so 2, 3 Stunden gespielt, sind relativ weit gekommen. Gemütliches, freies Spiel. Genau, da ist die Kamera, hallo. Genau, und ja, heute spielen wir einfach ein bisschen weiter, spielen noch so, naja, vielleicht bis 7 oder so. Dann sollte man auch angekommen sein, wo die Beta eh endet. Und ja, spielen einfach ein bisschen weiter. Bisher hat schon viel Spaß gemacht. Ich habe gestern auch ein paar schöne Tipps bekommen. Und genau, jetzt starten wir gleich mal ins Spiel. Ich hoffe, es funktioniert alles. Mein Interface scheint aber alles ganz gut mitzumachen. Und wir schalten schon den Ingame-Sound an. So, das scheint zu funktionieren. Ja, sehr schön. Man müsste es jetzt im Hintergrund hören. Und dann schalten wir mal um auf die Live-Szene. Sehr gut. Perfekt. Genau, jetzt sind wir mitten im Spiel. Ich bin hoffentlich weiterhin zu sehen. Wir spielen weiterhin mit Lettice Lane, der guten Dame. Mit dem Eisenmann im Hintergrund und ja, normaler Schwierigkeitsgrad, also der niedrigste Schwierigkeitsgrad. Wir wollen ja gemütlich spielen, ne? Das ist immerhin Anno. Genau. Lass mal gemütlich mal das Spiel laden. Scheint soweit alles gut zu sein. Also, wenn der Sound und so nicht hinhaut, ne, einfach melden, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich habe auch nichts verändert gegenüber gestern. Ja, und wir sind gestern ganz weit, relativ weit gekommen. Hatten schon jetzt Eisen abgebaut sozusagen und sind auch im Begriff Diese Handwerker Stadt zu ist bekommen. attraktiver geworden. Und die Stadt ist schon attraktiver gekommen, kaum sind wir da. Das ist natürlich auch super. Das finde ich toll. Liefern Sie Clipper 10 Tonnen. Ah, ich soll die abliefern. Wo soll ich die abliefern? Oh Gott. Nur noch 2 Minuten. Oh mein Gott. Irgendwas muss ich abliefern. Irgendwo hin. Da. Muss ich erst jemanden schicken, der nach dem Rechten Und sieht? das ist der Zielort. Okay, also da muss er hin. Ah, okay. Aber wo ist mein Schiff? Da. Das wird Wir helfen, natürlich wo wir können. knapp. Aber vielleicht gehen wir es ja noch hin. Ich hoffe, wir haben keinen Krieg mit irgendjemandem. Das, Beginnen Geleitschutz. ja, sieht aber ganz gut aus. Gut. Oh, da wird jemand beschossen. Ich bin's nicht. Ich bin unschuldig. Hallo. Bitte nicht schießen. Guck mal. Ah, hier. Mit der Dame sind wir im Krieg. Ist die rosa? Nee, ist rot. Okay, dann greift ihr uns nicht an. Sie ist rosa. Okay, und sie ist. Ihr habt mal Ich bin Frieden. Prinzessin Xing. Oh, Wenn es hallo. nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in Ihrer Welt. Das ist aber schön. Da gibt man gleich mal ein Kompliment, oder? Ja. Sicher steigt Ihnen der hiesige Wein zu stark in den Kopf. Ja. Dann gib mir dir ein bisschen Oh, Kohle. ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Ja, bitte. Das wäre schön. Ein bisschen Kohle. So, dir schmeicheln wir auch noch mal. Leicht erhöht. Na gut. Dann Gib lieber es einfach her. ein bisschen Kohle. Ja, nicht so unfreundlich, liebe Dame. Ich möchte eigentlich auch nur Waffenstillstand, Friedensvertrag. Verdammt. Ich will nicht, dass sie mich beschießt, ne? Das ist doof. Ihr schmeichelt mir auch nochmal. Leicht erhöht, na. Ach, oh nee, wir schon wieder Aufgaben erfüllt bekommen. Ich will das nicht. Unwahrscheinlich, unmöglich. Naja, ich renne euch nicht hinterher. So. Genau. Mein Schiff ist unterwegs. Es wird nicht angegriffen, das ist schön. Und wir schauen mal auf unsere Insel. Da. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch. Schiff lassen wir mal in Ruhe. Genau, also wir haben bisher noch keine Handwerker, wir haben aber jede Menge Arbeiter. Und Bauern haben wir auch ein paar. Also wir haben mehr als genug Arbeitskräfte, plötzlich. Das heißt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Arbeit verschaffen. Oh, die geht's eigentlich ganz gut im Moment. Ist ja keine Beschwerden. Hier die Hafenmeisterei können wir noch nicht bauen. Da fehlt uns Ziegel, wie immer. Ziegel fehlen uns immer. Fehlen uns auch Sei Ziegel. froh, dass du keins von meinen kleinen Vögelchen bist. Wie jetzt? Hast du das jetzt? Ich hab dir doch jetzt. Oh, hat das jetzt nicht gereicht, oder was?
Ich habe dir das so abgeliefert. Zur Stelle. Na gut, dann behalte es. Ah ne, ist weg. Toll. Okay, dann wieder zurück zu mir. Dann zurück dieser Insel, weil wir wollten ja hier uns eigentlich auch ansiedeln. Steuermann! Genau. Eins ist blöd, ich sehe nämlich nicht, wie viele Leute mir gerade folgen. Ich weiß nicht, wen ich jetzt eigentlich bequatsche oder ob ich überhaupt Leute bequatsche. Aber ich bin wahrscheinlich, hoffe ich bin live. Hoffentlich sieht mich überhaupt jemand, wenn ich hier rede. Aber ansonsten meldet euch mal im Chat. Ah, hallo, da ist ja schon der Erste. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich werde offensichtlich gesehen, das ist schon mal gut. Ich bin auch relativ pünktlich gestartet. Das ist gut. Wir müssen immer schauen, wie wir das mit dem Programm dann so alles machen, damit das auch alle mitkriegen, dass wir dann, wann wir das nächste Mal streamen. Das ist jetzt mit der Open Beta alles relativ spontan und als erstmal Testbetrieb sozusagen. Aber ja, erstmal ein bisschen zocken hier, ne? Ist ja schön. Genau. Die Kirche haben wir das letzte Mal zusammen gebaut. Ich weiß nicht, was die bringt. Hoffentlich einfach gute Stimmung und weniger Aufstände, aber wir haben bisher auch kein Problem damit gehabt. Genau. Schön. Die Grafik ist schon toll. Kann man einfach nicht machen. Da steht der Pastor, wer auch immer davor. Schön, schön, schön. Tja. So. Wir haben genug Arbeiter, das heißt, wir können auf jeden Fall gerade in die Vollen gehen. Stellen. Ah, hier unten ist wieder umgestellt. So, wir hatten. Kanonen müssen wir nämlich mal produzieren. Wir haben Eisen, wir haben Köhlerei und Hochofen haben wir auch schon. Jetzt müssen wir eigentlich nur eine Kanonengießerei bauen. Und die setzen wir am besten. Ja, auch daneben. Ist hier eh schon alles dreckig und verschmutzt. Dann fällt das nicht so weit. Nicht so schlimm auf. Dann bauen die mal hier hin. Denn eigentlich müssten wir genug Eisen produzieren, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir haben 36 Eisen und 31 Stahl. Gespeichert. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar Kanonen produzieren. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich auch Leute beschießen. Und darum geht's ja. In diesem Spiel. Nein, natürlich nicht. Hier, letztes Mal, da gab's einen guten Tipp, dass man so die Felder auch sozusagen mit Shift einfach größer machen kann, als das Limit das vorgibt. Wird jetzt halt nicht genutzt, sieht aber schön aus. Also die produzieren immer noch genauso wie vorher, wenn ich das richtig verstanden habe. Es sind einfach mehr jetzt sozusagen. Sieht auch schön aus. Und schön bauen, das war mir auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen Anno. Ein bisschen schön und effizient bauen. So. Genau, also Kanonen haben wir jetzt gebaut. Schule haben wir auch. Eigentlich fehlt uns jetzt nur noch das Update auf. Hier ist der Blaupausmodus. Fehlt uns nur das Update sozusagen, dass wir noch die. Auf die Handwerker sozusagen updaten. Ich weiß nicht, was denen dann fehlt. Dafür. Aber das schauen wir dann mal. Pflasterstraße, oh, das kostet so viel Lehm, ne? Aber gut, die Vorkommen können ja nicht, werden nicht weniger. Das heißt, es kostet nur Geld. Und Geld haben wir mit genug, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können hier das Lehmvorkommen auch noch ausbeuten. Dann haben wir mehr Ziegel. Dann geht das Bauen vielleicht ein bisschen schneller. Das ist nicht mal schlecht. Ah, hier ist Bauen, Richtung. Ja, Spiel gespeichert. Schön, schön, schön. Okay, der Stream hakt. Also ich sehe es im Moment im Preview nicht. Kann aber sein, dass es ja am selben Netz, wo wir hängen. Ich hoffe mal nicht. Also der Upload sollte eigentlich reichen. Es hat gestern gut funktioniert. Ich hoffe mal, dass jetzt... Also wenn der Stream weiter hakt, dann sagt Bescheid. Im Moment habe ich das Gefühl, bei mir geht's. Das Spiel hakt auch nicht. Und im Video-Preview geht es eigentlich auch. Ich habe nur ein bisschen was an den Bildern geändert, wie wir gleich nochmal sehen, Moment. Und zwar, genau, das sieht auch ganz schön aus. Ich habe ein schönes CD-Zockt-Hintergrundbild jetzt, das ist ganz toll. Aber ansonsten sollte es eigentlich alles funktionieren. Mal schauen. Na gut. Wir schauen mal, das ist ja alles noch im Testbetrieb, ne? Und wenn es weiter hakt, dann unbedingt sagen, dann möglicherweise ist auch, wenn hier meine Freundin jetzt gerade was über Netflix guckt, vielleicht ist auch da gerade der Haken dran, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Wenn der Download zu Ende ist, ne? Ob es dann auch immer noch hakt. Genau. So. Was haben wir denn noch? Würstchen haben wir schon, Sägetuch haben wir auch.
Ja, im Moment gibt es gar nicht so viel zu bauen. Eigentlich müssten wir jetzt tatsächlich auf die nächste Stufe aufsteigen. Was fehlt uns denn dazu? Profilstufe 5. Ne, das ist eigentlich genug. Einfluss haben wir auch. Muss ich da vielleicht eine Route für? Vielleicht brauchen wir erstmal ein Schiff. Ein Schiff ist ja nicht. Ist ja nicht verkehrt. Inaktive Schiffe. Wo war das jetzt schon wieder? Ja, nee, das ist ja der Fischer. Das war mal. Ein schönes Kanonenboot mit 7 Kanonen. Das ist doch schön. So. Das geben wir schon mal im Auftrag. Uns fehlen noch 15 Tücher. Dann machen wir mal die Truppenmacherei wieder auf. So. Also gut, Jungs, ran an. Und eine Weberei mal kurz Zeit zu. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Genau, Zeit für ein Nickerchen. Das ist immer gut. So, Kanonen werden offensichtlich produziert. Ja, sehr schön. Perfekt. Genau, also einfach Bescheid sagen, wenn es da nicht mehr hakt, dann bin ich zufrieden. Wenn es weiterhin hakt, dann schaue ich mal auf die Netzwerkauslastung hier, weil eigentlich sollte das gehen. Schauen wir, was die Fritzbox sagt, wie viel durchläuft. Oder vielleicht ist es auch im WLAN. Mein Setup ist ja auch alles schön per Funkstrecke rüber ins Wohnzimmer. Das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert, aber ist natürlich mit dem Upload immer ein bisschen was anderes. Mal schauen. So, haben wir denn genug Leben? Ja, wir bauen eine Hafenmeisterei. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier fehlen uns auch noch Leben. Kanonen haben wir schon. Kanonen werden gebaut. Okay, dann, da wir eh genug Arbeitskräfte haben, bauen wir uns doch jetzt mal. Wieso steigt denn jetzt die Anzahl der Bauern so stark? Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert, das ist schön. Ach, vielleicht weil ich die Segel tue? Wie viele Leute arbeiten da? Ja, 50. Ja, okay. Kann natürlich sein, dass es jetzt deswegen so stark verändert hat. Und hier, das sind. Ich arbeite, das sind Arbeiter und das sind Weber wahrscheinlich. Bauern. Ah ja, okay. Das erklärt es natürlich. Gut, dann ist das auch klar. Okay. Eisen. Nicht Eisen. Leben, Leben, Leben. Denn jetzt der Ziegel? Nein. Ja, also ganz mit Interface, auch wenn es clever ist, komme ich so noch nicht so ganz mit zurecht. Das ist immer noch ungewohnt. Das ist ja eine Lehmgrube. Und Ziegelei. Und. Okay, wir bauen erstmal noch ein. Was bauen wir? Wir bauen ein Lagerhaus. Weil das ist ja echt. Geht ja gar nicht richtig. Es geht echt nicht weit. Die Reichweite von dem Lagerhaus. Und es muss immer irgendwie in Nähe der Industriesachen muss immer auf jeden Fall ein Lagerhaus sein, sonst meckert er rum, dass er nicht arbeiten kann. Genau. So. Er ist jetzt doof, aber nicht schön gebaut, aber ja. Reicht. Reicht erstmal. So. Hier noch ein Weg. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, ein Schiff schon fertig. Wie schnell bauen denn die Kanonen? Krass. Julio. Jetzt haben wir auch ein Kanonenboot. Das ist fein. Achso, wir haben immer noch keinen Hopfen. Deswegen wollten wir jetzt hier auf der anderen Insel, ne? Da ist das Schiffchen da. Ja, das Schiff ist da. Und hier. Weg. Einsatzbereit! Und hier irgendwo ein Kontor bauen. Ah, es braucht jetzt. Alles klar, ich brauche also 10 Holz und 8 Eisenträger. Zur Stelle. Die hole ich mir doch gleich mal ab zu Hause. Fahr mal schön zum. Ruder übernehmen! Zum Hafen und dann holen wir uns das. Und bauen dann nämlich unsere schöne Hopfenplantage, damit auch es endlich Bier gibt. Und vor allem, damit uns keiner auch die andere Dings wegnimmt. Die Insel wegnimmt. Weil wir sind schon ganz schön im Hintertreffen. Der hat schon 2 hier, der blaue. Auch Rosa hat schon 2. Das wäre ja doof, wenn die uns zuvorkommen. Was gibt's denn hier? Ölquelle. Ach, Öl habe ich ja auch. Aha, aber kann ich noch nicht bauen, weil ich doch keinen Handwerker habe.
Herrlich. Herrlich. Markt. Ah, die Versorgung ist nicht gerade. Deswegen kann ich keine Leute aufrüsten und die Schule ist auch noch nicht. Zufriedenheit. Was fehlt denn noch zum Auf? Ah, fehlende Einwohner 2. Also er braucht auf jeden Fall mehr Leute. Der auch. Hä, haben wir zu viele Häuser? Ach so, weil die alle arbeitslos sind, gehen die wahrscheinlich alle weg, ne? Dann haben wir keine Lust zu wohnen. Also manchmal ist das Spiel schon ein bisschen nicht gerade selbsterklärend. Aber gut, man kommt rein. Ja, kann ich sagen. Genau, man braucht dann 2 Leben, 2. Okay. Und es fehlen eigentlich nur Einwohner, sonst haben wir eigentlich alles erfüllt, oder? Ja, Klamotten sind nur noch knapp, aber ich brauche erstmal Segeltuch. Wenn wir genug Segeltuch haben, dann steigt man wieder auf die Produktion von Arbeitskleidung um. Ja, wir verkaufen noch gerade nichts. Schnappes wird auch gerade knapp. Da verkaufen wir auch nicht. Ritzkleck war das, ne? Ja, genau. Und Eisdrink haben wir mehr als genug. Brot haben wir mehr als genug. Genau, aber bevor uns der Schnaps ausgeht. Ist die Bäckerei. Ah, das war der Kartoffel, genau, das war der Kartoffelschnaps. Dann bauen wir noch eine dritte Brennerei und noch einen Kartoffelhof. Schön Kartoffelhof. So, mit 72 10. Nur etwas. Hä? Baukleine blockiert. Da ist mir noch. Wieso ist denn das blockiert? So. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Wie war denn jetzt? Blumengrenzung. 3 Stück kann ich noch bauen. Spielstand. Da will man mal schön bauen und dann ist so. Ja, lassen wir jetzt einfach dann. Obwohl der meckert wieder rum, dass er nicht genug produziert, ne? Ja, okay, dann machen wir das einfach so. Was soll's. Und noch eine Brennerei daneben. So. Das sollte erstmal reichen. Weil Kartoffeln brauchen wir offensichtlich auch nur zum Brennen, ne? Sehr. Ja. Weil die können wir uns halt einlagern, aber die isst ja keiner. Das ist ja. Genau. So. Und Bier fehlt uns noch. Bier fehlt uns wirklich noch. Tuch wird gebaut. Tuch. Wie viel Tuch haben wir? 27 haben wir jetzt schon. Das ist doch schon mal gut. Das reicht uns ja fürs Erste. Dann stoppen wir die wieder. Wann geht's hier denn mal weiter? Und machen wieder. Was führt sie zu uns? Produzieren weiter Klamotten. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Hä? Ja. Ach so, du freust dich, dass du arbeiten kannst. Das ist schön. Genau. Kann man jetzt hier anbauen? Schutz. Ja, da werden uns die Leute angreifen. Sehr schön, sehr schön. Da ist ja fast alles aus unserem Blaupausenmodus auch raus. Hier ist das Lager voll. Aber der braucht auch nur Eisen. Der braucht nicht mal. Braucht keine Kohle. Der schmiedet die einfach so aus dem Stahl. Schmiedet da Kanonen. Auch nicht schlecht. Naja. Aber braucht er nur. Ich dachte, wir brauchen 2 von den Kühlereien. Aber hier wird doch eigentlich. Das braucht auch keine. Nur der Hochofen braucht Kohle. Na gut, sonst wundert es mich nicht. Das ist. Oder. Ach nein. Ah! Das ist nicht nah genug am Lager dran. Die Luke vom Lager geht nicht mal mit. Oder was? Das ist ein bisschen unklar jetzt, was da eigentlich. Warenlager Insel. Ah, okay. Aber gut, dann legen wir ihn jetzt lahm, weil bringt ja nichts, das kostet nur Kohle. So. Ach, und jetzt gehen uns die Bauern aus. Moment. Ja doch, jetzt gehen uns die Bauern aus. Wieso das denn jetzt schon wieder? Eben hat man noch mehr als genug. Sind die alle saufen oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist schon wieder. Ach. Remi Demi hier, ey. Alle besoffen. Siehst du. 2 Blaskapellen, was sind 3? 1, das ist unglaublich. Ja, kein Wunder, ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Oh oh.
Jetzt können wir die Zeile manipulieren. Das neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Bankrotterklärung, was? Ich bin im Miesen, was? Gut, dass die Zeitung das schreibt, aber das kann man natürlich nicht so veröffentlichen. Hier. Kaufen. So kann man es auch formulieren. Und, freut euch alle, freut euch. Die Feder führt, das Schwert folgt. Gut, veröffentlichen. Es trägt ihre Handschrift. Ja, was heißt denn hier Miese? Ich hab doch hier, ich verdiene unfassbar viel Kohle. Was wollt ihr denn eigentlich? Ich bin auch immer nervös, wenn sie Aufruhr wittert. Ja, Aufruhr. Also jetzt wollen wir mal, gucken wir mal der Polizei vorbei. Du bist sehr aufmerksam. Upsi. Naja, sehr gering auf die Wahrscheinlichkeit. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, siehste? Alles gut. Warum muss ich doch nicht gleich beklagen? Uns fehlen immer noch Klamotten und Fisch. Ich habe da schon zwei Fischer. Reicht das nicht? Na gut, bauen wir noch einen Fischer. Ja, hier ist so schön. Sieht auch gar nicht vollgestopft aus. Die Ecke. So, und dann bauen wir noch Geschütz dazwischen. Weil, nein, da. Oh, ich muss es wieder umstellen, das ist doof. Hafen. Kanonenturm. Geschütz. Oh, hier, Kanonenturm. Kostet ein bisschen mehr, aber ist auch geiler, ne? Also. So. Ist natürlich wieder nur ein Blaupausenmodus, aber naja. Ist ja nicht schlimm. So. Genau, hier der Säger sägt. Was war er denn wieder? Ausgangslager ist voll. Ja, da muss dann halt einer mal vorbeikommen, ne? Ich brauche hier mal noch einen. Wenn du das aufrüstest, wird es auch schöner. Ah, das mag ich ja. Das ist ja sehr schön. Wir haben ja auch noch ein Lager, das können wir eigentlich auch noch. Ah ne, können wir nicht, weil uns fehlt natürlich immer noch. Wir haben immer noch nicht genug. Spielstand gespeichert. Wir haben nicht genug Bauern und wir haben nicht genug Leben. Ziegel meine ich. Ziegel. Aber hier wird produziert. Hier wird. Ja, das scheint zu passen. Genau. Was ist denn hier? Ja, alles klar, das passt auch noch. Unser Kanonenboot. Wir helfen, wo wir können. Hier ist der Schoner. Ach, den wollte ich ja vollladen mit Sachen. Transfermenü. Was? Ja, genau. Schreinerwerkzeug. Ach ja, das brauchen wir nochmal. Nee, das. Ach, direkt. Ich brauche Waren. Und zwar 10, haben wir mal 20, egal. Holen wir sie Holz vor die Hütte. Haben wir auch mal. Ach komm, wir machen das einfach voll. Brauchen ja eh dann nachher was. So. Vielleicht nicht so viel. So. Reicht. Damit wir da drüben schon mal ein bisschen was aufbauen können. Dann bauen wir schon mal so ein schönes Kontor hin. Sind unterwegs. Damit uns da der Hopfen. Wo ist denn der Hopfen? Muss irgendwo auf der Hopfeninsel sein. Das ist denn der Hopfenanbau? Leben haben wir da. Kupfer. Kupfer haben wir auch schon. Ja. Sehr gut. Das ist ja die super Insel hier. Oder wächst ja einfach so der Hopfen? Wahrscheinlich schon. Ist ja auch klar. Ist ja voll hopfig hier das Gelände. Welche? Gab es nicht früher mal einen Jäger, dass man noch irgendwie was hier ankommt? Oder war das bei Siedler? Hallo. Hallo. Kann ich dich umsuchen? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Map. Nee, keine. Schade. Was gibt's hier noch? Jagdgründe? Ah, sag ich doch. Aber ich habe noch keinen. Salpeter? Eieiei, was hier alles gibt. Aber ich frage mich, ich habe noch immer noch keinen. Keinen Jäger gesehen. Aber vielleicht kann ich ihn nur auf Inseln bauen, wo es schon Jäger. Wo man jagen kann. Naja. Schauen wir mal. Oh, das sind ja Leute. Oh, die sind böse, ne? Mit denen bin ich im Krieg. Nee, ach nee, das ist die Prinzessin. Nein, das ist egal. Das stört mich nicht. So. So. Was haben wir denn hier noch? Was fehlt uns hier noch? Kanonen fehlen uns noch. Aber wir haben das schon. Achso, die haben noch nicht 10 Kanonen. Ich kann 9 Kanonen. Na gut. Dann ist das Geschütz ja bald fertig.
Ah, hier ist auch noch eins. Dann machen wir erstmal das Geschütz. Kann man das aufrüsten? Nee. Auf kurze Distanz präziser, ja, reicht ja auch. Okay, es greift Gegner auf mittlere Reichweite an, aber auf kurze Distanz ist er präziser. Naja, gut, das ist natürlich jetzt. Vielleicht sollte das dann auch auf kurzer Distanz. Oh, eine Aufgabe. Was das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. In der ganzen Stadt gibt es keinen mehr, der zu mir passt. Den nehme ich an. Schönling, Primitivling. So ist er einen attraktiven Gemahl für mich. Ein Feuerwehrmann zum Beispiel. Na gut. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber ich habe da eine Bitte. Soll ich den Feuerwehrmann abholen? Hallo. Sind Sie ein Feuerwehrmann? Na. Oh, ein Dumpfkopf. Na gut. Jetzt brauchst du Polizeibeamten. Ja, gut. Reicht dir der hier? Oder muss ich einen anderen suchen? Nee, muss ich hier draufklicken. Ich soll ihn abholen, aber wo ist er denn? Ach, da. Was sagt sie jetzt? Ist auch doof, ne? Ich würde mich zu lange, wenn ich so einen Mann an meiner Seite hätte. Kennst du jemanden, der vielleicht Spaß hat? Wie man Spaß hat? Vielleicht jemand aus dem Wirtshaus? Ja, na klar, auch aus dem Wirtshaus. Ja. Kommt. Hier ist er auch noch. Wo ist er denn? Wo ist denn der gute Mann? Besoffen ist er wahrscheinlich. Da, da. Auch noch nicht genug. Eieiei. Ein Mann von Welt. Sieh dich am Pier um. Du musst attraktiv, intelligent, humorvoll. Ja, solche Leute findest du auf jeden Fall am Hafen. Wo ist denn der gute Mann? Wo ist er? Da. Das ist auch immer. Da. Ah, sehr schön. Sie freut sich. Hallo. Leidenschaftlich inspirierend. Wir werden auf Sie anstoßen. Ein erfahrener Pflanzer. Kann ich. Produktivität plus 50. Stand gespeichert. Das ist aber. Das ist ja schön, dass es die Produktivität. Oh, Aufschlusswahrscheinlichkeit steigt. Wieso das denn? Haben wir jetzt genug? Aber was macht er denn jetzt? Produktivität plus 50, Anzahl Module plus 25. Ah, na komm her. Dann haben wir ja noch mehr Kartoffeln. Was? Kein Lagerhaus. Warum stapeln sich hier? Ich werde noch wahnsinnig. Also das ist so viel Lagerhäuser. Was soll ich denn mit dem Lagerhaus? Vor allem will ich die Reichweite erstmal sehen von den Lagerhäusern. Also ich baue die hier hin und weiß gar nicht, wie hoch da die Reichweite ist. Bisschen doof. Naja, okay. Aber ja. Naja, brauchen wir es erstmal hier. Man kann nie genug Lagerhäuser haben. So, da kommen alle. So, er hat jetzt hier. Nö, ich denke, die Produktivität steigt. Ich kann mehr Module bauen. 72. Könnte ich hier mehr Module bauen? 144? Nee, auch nicht. Was hat es jetzt gebracht? Handelskammer. Das Getreidefarm, Paprikafarm und Weinberg. Paprikafarm, geil. Oh, gut. Getreidefarm, aber das hat auch nicht beeinflusst. Verstehe ich nicht. Hm. Also finde ich irgendwie doof. Ich meine, jetzt habe ich es gerade so alles ausgerechnet, damit das vernünftig geht und dass ich genug Getreide für die Bäcker habe. Wenn die sich um 50% jetzt steigern, dann muss ich das wieder alles neu ausrechnen. Oh. Das wird ja nervig. Naja. Und hier steht auch. Keine Aufstandsbeschränkung. Umliegende Gebäude. Achso, sehr gering. Ja, okay. Wo sind jetzt die Aufstände? Das will ich mal wissen. Wo könnten die. Die ist gering, aber wer ist denn jetzt. Alles im Lot, sage ich mal. Da auch keine Aufstandswahrscheinlichkeit. Sind die hier unzufrieden? Nee, auch nicht. Wer ist denn jetzt unzufrieden? Wer möchte die Aufstände betreiben? Hä? Wer ist der Schuft? Wo? Ah, ja, okay. Hat sich schon erledigt. Okay, alles klar, Leute. Entspannt euch. Muss nur ein bisschen drohen, schon geht's. Ich kann auch ich kann auf der Insel Paprika bauen. Anbauen. Hab nur nicht freigeschaltet bisher. Das ist ja cool. Dann gibt's bald auch Paprika, wenn. Je nachdem. Mal schauen, wann es Paprika gibt. Aber irgendwann gibt's Paprika. So, er schippert immer noch. Oh, ist sehr langsam. Hier, beeilt euch mal ein bisschen. So. Oh, schicks. Wassereffekte, ne? Es ist auch immer wieder schön. Ja, es ruckelt. Ja, es ist ein bisschen
ruckelig die Animation, Wasseranimation, aber gut. Wollen Sie nicht beklagen. Dafür ist das umso schöner. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Frames ich hier brauche. Ob das 60 Frames sind, die ich hier abgreife. Also abgreifen tue ich 60 Frames, aber ob da auch 60 Frames voll rauskommen. Kontor bauen. Du weißt doch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das freut sie, wenn ich eine andere Insel besiedle. Das ist ja schön. Freut mich auch. Neue Befehle? Neue Befehle. Aber habe ich jetzt... Ja, komm her. Hier. Ich will das total... Da. Da. Weg. Hier. So. Umdrehen. So, hier ist das... Das Kanonenboot kann ich als Begleiter... das Begleitschutz dann mitschicken. Das ist cool. Ich nehme an, das bedeutet das hier, dass ich ein Schiff das andere koppel sozusagen. Gut, dann... hat sie aber auch schon Transfermenü. Güldenes Einhorn. Habe ich auch schon drüber, ne? 40, okay, alles klar. Was braucht denn der noch zum Bauen dann? Ja, bauen wir da erstmal ein... Würde ich sagen, müssen wir auch wieder erstmal ein paar Bauern ansiedeln und dann... ein Förster oder so. So. Ja, komm. Fangen wir hier an. Einmal quer rein. Und ein paar Bauernhäuser. Ja, komm, hier so. Ich meine, die erste Insel läuft ja irgendwie noch. Ist ja keine Aufstandsgefahr. Haben wir ja gerade mitgekriegt. So, einmal hier rum. Noch ein Lagerhaus. Achso, und einen Markt müssen wir auch noch bauen. Marktplatz. Ja, komm. Hier. So. Und dann. Bauernhaus. Nee, was ist das für Verbrauchsgüter? Material. Bretter. Holzverlöte. Ein bisschen Holz vor die Hütte. So, Spielstand gespeichert. Warum kann ich das nicht abschalten? Naja. So, Holzfäller und ein Sägewerk hier. So, das packen wir jetzt. Oh Gott, ich baue auch schon wieder erste Menschen, ne? Einfach alles hier mitten rein. Naja, bauen wir es dann. Und, ich wollte den Weg bauen. Da. Bauen. So. Schön. So, und ihr müsst nichts essen, ne? Ah doch, einen Fischer soll ich vielleicht bauen. Fischer. So. Ich habe kein Holz mehr. Aber es wäre schön, wenn ich mein Blaupausenmodus ist sehr schön. Aber wäre toll, wenn ich auch einstellen könnte, baut es doch, wenn ich das mit Material habe. Das wäre schon super. Ist eine wunderliche Siedlung, Old Abbey. Naja. Alles in Ordnung soweit. Fisch habe ich mir noch nicht. Arbeitskleidung fehlt ihnen noch. Dann sind sie schon wieder zufrieden. Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. Ja, dann eben sagst du mir noch toll, dass du so weit, dass du so toll bist. Und ein Feuer ist ausgebrochen. Hallo, wir haben ja noch neue Leute hier im Chat. Hallo. Ja, schöne Hintergrundmusik, das stimmt. Das haben sie eigentlich ganz schön gemacht, ne? Aber es ist so typisch Anno, ne? Was? Ein Feuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es brennt. Wo ist die Feuerwehr? Da ist die Feuerwehr. Ja, also hohe Dichte, ja, aber ist halt mal, also ein paar Bauernhäuser kann doch mal brennen. Also. Oh Gott, oh Gott. Ich bin eine originelle Hafenstadt. Okay. Spiel gespeichert, ja, alles war schon. Okay, brauche ich nicht. So, hier wird gelöscht, das ist schon gut. Da ist auch die nächste Feuerwehr, alles klar. Da passiert jetzt nichts weiter. Wir müssen aber jetzt mal hier. Und zwar Fisch. Können wir jetzt Fisch bauen? Nein, immer noch nicht. Wir brauchen mehr Holz. Holzi. Aber er baut. Er sägt. Und im Lager sind schon ein Holz. Toll. Es geht voran. Es ist ja auch nur die Hopfeninsel. Eigentlich soll hier nur der Hopfen herkommen. Damit. Hopfen und Malz nicht verloren sind, ne? Noch zwei. 25 Arbeiter. 35 Arbeiter habe ich. Kohle habe ich auch noch genug. Allein sind es immer echt wenig. Also ich bin bei, glaube ich, bei
60.000 oder so gestartet. Ich habe dort eigentlich immer eine positive Bilanz. Wie königliche Steuern. An wen zahle ich denn Steuern? Was soll das denn? Ich denke, ich bin der König. Was hat denn der an Steuern zu verlangen? Das möchte ich mir aber verbieten. Na gut. Ah, sehr gut. Der Fischer ist gefischt. Und schon fehlen uns, geben uns wieder die Bauern aus. Und wir haben auch kein Holz im Holz. Bauen. Okay, die Insel läuft erstmal. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen Holz hier sammeln. Und gehen mal wieder hier zurück. Und das Feuer ist gelöscht. So gut wie. Feuerwehr in Aktion. Ja. Spritzt ein bisschen mit dem Wasser rum. Ist auf jeden Fall alles im Griff. Es raucht noch ein bisschen, aber da drehen die Räder schon durch. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr schön. Alles gelöscht. Dann machen wir das hier wieder weg. Ah ja, vielleicht hier unten ist das schon. So. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Gelände hier mache. Soll ich da noch einen Garten anlegen? War eigentlich auch so ganz schön hier. Muss ja nicht alles zubauen. Warum soll der Himmel nicht jeden Tag azurblau über uns aufleuchten? Wieso freut sie sich jetzt? Ja. Dann machen wir noch ein bisschen Diplomatie und schmeicheln irgendwelchen Leuten. In der Hoffnung, dass sie uns mögen. Leicht eingeschränkt, erhöht. Was ist der Unterschied zwischen Erfolg leicht eingeschränkt? Ist es besser als erhöht? Naja. Ich bin dankbar für ihr dargebrachtes Vertrauen. Schmeicheln wir uns ein bisschen ein. Sie bewundern den Schwung meiner Augenbrauen? Nicht doch. Sie beschämen mich. Ja. So, leicht erhöht, erhöt. Achso, weil ich Leute immer Geld schenke, ne? 8000 Dinger kostet es ja. Vielleicht lassen wir das jetzt erstmal. Vielleicht erfülle ich ihnen einfach ein paar Aufgaben. Guck mal, Geschenk. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Erhöht. Hier, einschmeicheln. Oh, jetzt ist der schon wieder sauer. Dann gibt's ja keinen Grund mehr, Angst zu haben. Achso, nee, ist er nicht. Gut. Guti, der Willi. Ich hole mir Blakes verlaustes Toupet und lasse es ihn fressen wie einen Hund. Wer ist Blake? Ja gut, hat sie einfach mal. Ich hätte gern trotzdem Frieden mit dir, aber naja. Leicht erhöht, unmöglich. Dachtest du hättest uns im Sack? Nein, ich bezahle dir nicht 50.000 Öcken dafür. Achso, und jetzt sagst du gleich, nee, ich mag dich nicht mehr, weil ich nicht bezahle. Ja, das sind die Richtigen, ey. Das sind die Richtigen, ich sag's dir. So, das hat ein... Was hat der jetzt? Achso, klar, der ein volles Lager, weil ich jetzt mehr als genug Getreide produziere. Aber habe ich... Achso, und die Brauerei ja nicht arbeitet. Stimmt, das war auch die Geschichte. Das war ja das eigentliche Problem. Wir wollen ja eigentlich zum Hopfen. Zum Hopfen. Hopfen. Fast idyllisch, würde ich sagen. Ja. Jetzt geht noch ein bisschen flacher. Ja, gut. Ist schon ganz schön so. Können wir fast. Können wir jetzt noch alles schön pflastern? Ja, das sieht jetzt mal richtig schnieke aus, sozusagen. So. Ja. Geschützt. Wir können den Pumpe auch noch. Oh, du hast aber ein paar dicke Dinger. Ja, ich habe dicke Dinger. Invertierte Steuerung, ich hasse es immer noch. Ah. So. Nee, das ist tatsächlich alles auf Maximum. Also noch schöner geht's nicht. Ich habe auch den Wuselfaktor jetzt auf hochgestellt, also auch an Leuten, was hier rumläuft. Das heißt. Also viel schöner geht's jetzt nicht mehr. Man könnte jetzt noch auf vielleicht noch 4K-Grafik oder so. Das ist jetzt 1440p in voller Grafikpracht, im vollen Wuselfaktor. Geht eigentlich, ne? Es ruckelt auch nicht mit einem Quad-Core im Moment. 1070. Also, im Moment würde ich sagen, ist es auch von den Anspruch, von den Anforderungen her jetzt nicht so schlimm. Also, das geht eigentlich ganz gut. Haben sie ganz gut hinbekommen. Aber es ist natürlich, ne, je größer die Karte, je mehr Leute, desto schwieriger wird das wahrscheinlich. Aber grafisch. Ja. Schöner wird's nicht, sozusagen. Ja, man sieht auch in ein paar Ecken so, ja, okay. Aber es ist halt Aufbaustrategie, es reicht dafür.
Wenn man jetzt nah rangeht. Ja, sieht schon schön aus in den Bäumen. Haben sie früher. Hat man früher nicht so. Deswegen, ja, reicht das mal, ne? Was will er jetzt? Kein Lager. Oh, kein Lager. Was hier? Kein Lagerhaus in Reichweite. Leute, wie faul seid ihr eigentlich? Da ist vor allem, ist das Kontor. Ach so, aber es ist kein. Ich habe keinen Weg hingebaut. Ja, es tut mir leid. Das stimmt, da um die Ecke zu laufen, das wäre ist auch echt zu viel verlangt. Eieieiei. Na gut. Wir brauchen noch Arbeitskleidung. Brauchen noch einen Schäfer. Bauen wir hier erstmal einen Weg hier rein. Und dann. Arbeitskleidung, Schäfer. Hier so und eine Weberei. Dann bauen wir hier schön unsere drei Felder. Drei Felderwirtschaft. So, schön. Und schon geht's für die Arbeiter aus. Es ist vom Feinsten. Hoffentlich haben wir genug Holz. Nein, verklickt. Ich kann es nicht abbrechen, oder? Kann ich es abbrechen? Escape, ja. Escape geht. Bisschen radikal, aber nein. So, hier. Das habe ich auch rausgefunden. Man kann Häuser ziehen. Ist das nicht toll? Ah, schön. Man kann sie auch nur in Zweier reinziehen. Das heißt, man kann auch nicht so viel bauen. Es ist wirklich. Es ist wie mitgedacht. Es ist schön. So, und hier waren wir auch noch. Ach, mehr Holz haben wir nicht. Das ist schon wieder Blaupausenmodus. So. Da. Nein, das wollen wir nicht. Wir machen das so. Und so. So, dann haben wir hier genug Arbeiter dann. Die müssen erstmal einziehen, aber ist ja okay, ist ja auch nicht so schlimm. Boah. Ist ja nicht unsere Hauptinsel. So. Genau. So, Spiel gespeichert. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch machen? Ich wollte Hopfen. Hopfen ist unterwegs. Ich wollte eigentlich hier, genau, ich wollte eigentlich schauen, wie das ist mit den. Zufrieden sind sie alle, Bedürfnisse alle erfüllt. Kann ich die jetzt schon aufrüsten? Ja, kann ich. Sie haben zu Handwerkern. Yes! Zeitalter der Handwerkskunst. Sehr schön. Stufe 3. Das heißt, jetzt können wir auch noch neue, mehr Sachen bauen. Hier zum Beispiel Nähmaschinen. Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Noch ein. Wir haben ja genug Material. Das heißt, ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Schauen wir uns das nochmal an, das sieht schon schick aus. Und hier. Aber es ist ein kleiner Makel, aber ich meine, es ist alles, die Texturen sind alle auf Englisch, ne? Ist ja gut, ja, für Deutsch müssen wir jetzt noch nicht extra, aber früher war das ein bisschen, ich habe das Gefühl, es wäre noch schöner, wenn es irgendwie Taverne oder so, oder hier und nicht Pub, da so ein Wirtshaus oder so drüber stehen würde. Irgendwie schöner. Können wir vielleicht nochmal nachliefern. Sollte eigentlich gehen, da muss man die Texturen einmal anpassen. Oh, eine neue Expedition. Was? Oh. Diese Einblendung, ne, überall. Macht einer wahnsinnig. Immer alles gleichzeitig. So, was haben wir denn hier? Ich verstehe das nicht. Ich habe Anteile an einer Insel gekauft. Wie kann ich denn Anteile kaufen? Das würde ich auch gerne machen. Sag mir doch, wie das geht. Sind wir nicht beide Äste desselben Baumes? Handelsrechte, ja, sehr schön. Mit Verbindungen wie dieser kann ich die Erwartungen des Kaiserhauses erfüllen. Vielleicht hat sie ja... Ich finde es langsam gefallen daran, nicht wahr? Sie freut sich immer für mich, für irgendwelche Sachen und dann... Nein. Handelsroute würde ich mit ihr gerne abschließen. Vielleicht hat sie ja was Schönes für mich. Seife und Bier hat sie, Bier ist gut. Und was hat sie noch? Sonst nix. Na gut. Aber Bier? Bier hätte ich gern. Route einrichten. Charterrouten. Ah. Ach, da reicht erstmal. Captain. Also was soll es sein? Ich hätte gern Bier. Wählen Sie einen Hafen aus. Diesen Hafen hätte ich. Was? Ja, hab ich doch. Ach, das ja. Nee, hä? Wählen Sie einen Hafen auf der rechten Seite aus. Ja, ist doch hier. Ich will auch keine Charterroute. Ich will
Nicht chartern, ich will Handelsrouten. Ah. Das güldene Einhorn ist ja gerade eh untätig. Und dann hätte ich es gerne dann hätte ich das da und das da. Und ich brauche Bier, wollte ich. Bier. Wie, sie verkauft kein Bier oder was? Dann brauche ich auch nicht. Den Rest habe ich selber. Fenster kann ich verkaufen. Okay, dann brechen wir das mal hier an der Stelle ab, weil ich will ja nur Bier. Ich brauche nur Bier. Was will sie? Ja, Handelsvertrag. Ja, ist ja schön. Das wissen wir ja schon. Was haben die denn gebaut? Hier haben wir schon alles voll mit. Huch. Ah, nein, weg da. Die haben hier schon alles geziegelt mit Stein und so. Ah, die bauen nicht so schön wie ich, insofern. Ja, es ist nicht so schön quadratisch wie bei mir. Das, oh, ja. Okay, die sind ein bisschen weiter als wir. Naja. Vielleicht. Ah, ich würde es auch gemütlich bauen hier, Leute. Wir haben auch keinen Stress, es ist alles gemütlich, alles entspannt. Das stimmt, nochmal zu den Texturen, das stimmt, das kann ja wirklich sein, dass da, mal, dass da noch eine Mod für kommt, das wäre eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob der, ob die, weil Steam Workshop können sie eigentlich nicht machen, weil sie ja jetzt eigentlich nur noch bei Epics irgendwie und im Ubisoft Store verkaufen, aber vielleicht gibt es ja dann einfach eine, was du nicht nachinstallieren kann, einfach drüber bügeln kann, über die Textur. Das wäre schön. Auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich noch mal schauen, was man denn mit den guten Handwerkern bauen kann. Fenster können wir bauen. Weil die haben ein Bedürfnis an Fenster. Nee, was haben sie denn? An Seife, Seife, Fleischkonserven. Spielstand gespeichert. Wozu brauche ich ein Fenster? Also ist ja schön, dass ich Fenster bauen kann, aber naja. Rathaus, ein schönes Rathaus. Ach, dafür brauche ich ein Fenster. Okay, ich sehe das Problem. Ei. Rinderfarm, also Konserve dauert eine Weile, aber Eisen habe ich eigentlich. Eine Großküche habe ich noch nicht. Kann man die bauen? Was braucht die? Fenster. Okay, also ich sehe schon, wir müssen zuerst mal Fenster bauen. Das machen wir nachher. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, neuer Stadtstatus Dorf. Ein wunderliches Dorf. Naja, ist auch alles sehr wunderlich hier. So, hier Blaupause. Weg, weg. Da dich auch noch. Dann haben wir genug Arbeiter. So, hier, das reiße ich mal ab. Das sieht ja doof aus. So, weg. Und wir wollten. Was wollten wir denn hier? Wir wollten eigentlich zum Hopfenanbau. Haben die jetzt alles, was sie brauchen? Weg. Während der Dürre regnet es nie. Ja, während der Dürre regnet es nie. Unzufriedener Bauer. Was seid ihr denn unzufrieden? Und was wollt ihr denn? Euch fehlt Luxus. Und man sollte zufrieden. Ach, ihr wollt ein Wirtshaus. Ja, komm. Ist ja auch schön. Trinken dürft ihr. Das finde ich auch. Dann bauen wir erstmal Schnappes an. Hier so ein bisschen. Hier. Schnapsbrennerei. Und. So. Dann könnt ihr schon was trinken. Dafür ist der Boden nicht geeignet. Wie, der Boden? Was? Der Boden ist nicht geeignet? Was? Echt nicht? Wächst hier kein? Keine Kartoffeln? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Fehlende Fruchtbarkeit. Verdammte Axt. Okay, dann. Dann reißen wir den Spaß wieder ab und liefern den Schnaps von zu Hause. Da haben wir ja noch genug Alkohol. Machen wir Handelsroute auf. Handelsroute gut einrichten. Handelsroute das Schiff, das güldene Einhorn. Es fährt von hier nach hier und braucht Schnaps, Schnaps, Schnaps. Wieso habe ich denn jetzt Hopfen?
Kann das so gedruckt werden? Ihr nervt mich doch nicht. Ja, ich habe es gesehen. Pünktlich. Oh, alles super. Minute, wie immer. Alle freuen sich. Ja klar, veröffentlichen keine hier. Brauchen wir keine Zensur. Auf ihrer Route gibt es ein großes Problem. Ja, Leute, ich bin noch nicht mit der Route fertig. Jetzt seid doch mal nicht... Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut um ihr Reich bestellt ist. Es ist... Alle freuen sich für mich, aber... Sie haben an Einfluss verloren. Also manchmal stressen die schon ein bisschen rum. Ja, ich... Ich war da noch gar nicht fertig. So, güldenes Einhorn. Ich will von da nach da. Hier soll er einladen... Soll denn hier einladen? Wo ist denn der? Schnaps. Ach verdammt, wir müssen ja Schnaps brennen. Ich sehe da schon Menge wählen. Ja, machen wir, da passen eh nur 20 rein, oder? Ja, mal 20. So. Annehmen. Und dann. Was ist Station? Ah, das sind die Fachplätze, okay. Und da entladen. Sehr gut. Perfekt. Und hier soll er dann später mal Hopfen laden, aber das machen wir dann nachher. So, dann annehmen. Route einrichten. So, ich hoffe, ist das war jetzt... Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ja, gib mir noch Kohle, finde ich gut. Finde ich super. Sie mag mich offensichtlich. Wo ist es? Wirtshaus, Schnaps, da, nein. Wollte ich für Arbeit oder was? Für ein Wirtshaus? Nein. Da ist das Wirtshaus. So. Und wenn wir dann erstmal Schnaps drüben haben, dann passt das ja. Und hier bauen wir noch ein bisschen mehr. Was willst du denn schon wieder? Attraktivität, okay. Dann bauen wir hier jetzt noch eine. Das ist jetzt die Frage, weil durch diese gesteigerte Produktivität. Nee, wir haben nicht genug. Machen noch mehr Kartoffeln. Brauchen noch mehr Kartoffeln. Gespeichert. Machen mehr Kartoffeln. So. Kartoffeln. Oh. Dann den Kartoffeln. So. Den Kartoffelhof. Noch eine Brennerei, damit wir auch mal schön was trinken können. So. Und. Ja. Ach, das ist immer so viel. So. 72. Perfekt. Also nicht, weil es einfach doof gebaut ist, aber. Naja, ist schon mal ganz. Ausreichend, sag ich mal. Ausreichend schön. Ja, du hast jetzt nicht fehlende Waren. Ist klar, kriegst du ja gleich Kartoffeln. So. Uns fehlen schon wieder Bauern. Aber, ja, eigentlich... Naja, soll das reichen. So. Wir brauchen Quarz. Wo gibt's Quarz? Müssen wir auch importieren, ne? Da gibt es hier Quarz. Nee, Salpeter gibt es hier. Aber kein Quarz wahrscheinlich. Hier gibt es Steinkohle. Kupfer. Zement. Oh, Zement. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Ja, mach ich. Ich schwebe wie auf Wolken. Ich soll den verzierten Clipper abholen. Nur stete Übung macht den Meister. Dann schicke ich mal mein Kanonenboot dahin, ne? Ach, da ist es ja schon. Hallo. Bereit. Dann, fahren wir hin. Aber nicht angreifen, ne? Sie sind achtsam. Ja. Oh, was gibt er mir denn? Jetzt soll ich den Geschichtsband liefern? Ja, wenn euch das, ja, wo ist der Leuchtturm? Ach, da. Koordinaten gesetzt. Sir Archibald Blake ist der Repräsentant der Königin. In seinem Haft bietet er immer interessante Items und Waren zum Kauf an. Ah, vielleicht kriege ich ja da. Kriege ich ja da mein schönes Quarz her. Für die Fenster. Aufgabe verfügbar. Zu verkaufen. Oh. Segel! Nein, das soll es sein. So.
Und das? Zu einem Imperium gehören Land und Meer. Was möchtest du denn dafür haben? Ich kaufe es ja gerne. Achso, habe ich nicht genug Geld, ne? Dieses Schiff kann in einem Hafen verkauft werden. Ich will es aber kaufen. Das wäre ja, verstehe ich wieder nicht. Zum Verkauf. Ja. Hätte ich auch gerne. Verkaufen müsste ich es auch nicht. Muss ich jetzt hinfahren oder was? Ja gut, ergibt Sinn, dass ich hinfahre. Aber gut, erstmal schippe das Schiff dahin und dann schauen wir weiter. Was ist? Volles Lager. Volles Lager. Achso, weil wir produzieren mehr als genug Kohle, ne? Holz. Bringen Sie frohe Kunde? Bringen Sie frohe Kunde? Ja, bringe ich. Eine Aufgabe erfüllt. Seele, fein wie Jade. Okay. Es ist manchmal ein bisschen stressig, finde ich. Also ist vielleicht, ich bin so dieser Anno-Typ, der einfach nur gemütlich aufbauen will und ständig will, wollen die Leute das mir. Was wolltest du denn schon wieder? Und dann blendet das irgendwo ein. Das kriegen leider nie das an ihrer Familie in diesen Gefilden mit ruhiger Hand wie möglich. Ja, okay, ich bin mit ihr schon in Kontakt. Also was möchtest du eigentlich? Achso, nee. Hier ist der... Ah, hier bin ich. Hallo. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Und jetzt kann ich es kaufen, oder was? Nee, kann ich auch nicht. Ah, 5000 Öcken. Joa, gerne mit. Schönes Schiff. Ei, ei. Ja, schön, schönes Flaggschiff. Das mag man doch gerne. So, dann mal wieder Flotte geht auf Fahrt. Bei mir vor Ort. Oder wollen wir jetzt was kaufen? Ich will mal was kaufen. Das Emporium Exotique freut sich über deine Gunst, wenn du sie dir leisten kannst. Ah, okay. Haben wir noch mehr entdeckt. Ja, wir haben immer noch nicht die Weltkarte erkundet. Man sieht hier so ein bisschen, ja, ist ja alles, also alles, was so ein bisschen hell ist, haben wir schon erkundet, aber der Rest ist noch im Dunkeln. Das ist natürlich so Handelsmenü. Was möchte ihr denn haben? Mit dem größten Vergnügen. Taschenuhren, Nähmaschinen, Ziegelsteine, Bretter, nee. Kohle, oh, Kohle habe ich auch mehr als genug. Kann ich ein paar, ein bisschen Kohle geben? Oh, was ist denn hier? Okay, Friedhofumsiedlung. Habe ich noch nicht. Werkzeugkiste. Unterhaltskosten plus 15%, Selbstreparatur plus 50%. Okay. Ihre Majestät benötigt kaum einen Rat. Nun, vielleicht mal hier, mal da. Ich vermute, sie genießt einfach etwas Gesellschaft. Ja, okay, nein, brauchen wir alles nicht. Dann kommen wir wieder erstmal zu meinem Hafenschiff. Sind unterwegs! So. Ah ne, ist nicht meine Insel. Schade eigentlich. Sah so schön aus. Oh, ich habe mehr als genug Ziegelsteine. Jetzt können wir endlich mal, jetzt bauen wir jetzt, was wir nämlich jetzt mal machen, ist tatsächlich das hier zu asphaltieren alles. Zu, mit Steinen, mit Dings und so. Ne? Hier. Da freuen sich doch alle. Hier, da geht es auch schneller mit dem Handeln und so, mit dem Transport. So. Hier ist auch noch. Und hier noch zum Hafen. So. Und hier ist ja auch alles. Ist das schon mal schön. Haben wir ein bisschen gepflastert hier das Ganze? Ihre Geister werden dir folgen. Ich habe eines ihrer Schiffe zerstört. Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sie haben viel getan, indem sie nur wenig sagten. Ich habe offensichtlich Piratenschiff versenkt. Sagt mir nur keiner. Irgendwas ist passiert. Hilfe. Spiel gespeichert. Ja gut, das ist mir eigentlich... Dankeschön. Oben kriege ich ja keine Info. Ich balle hier irgendwelche Schiffe platt. Und keiner sagt mir was. Da ist ein Schiff von mir. Oh. Und da. Oh Gott, diese Karte, ne? Ich raff das nicht. Also ich denke mir so, okay, hier unten ist mein Bild, meine Kamera. Aber hier ist das Schiff. Also ich verstehe das nicht. Wo, aus welcher Richtung gucke ich da eigentlich?
Hier ist ein... Oh, Treibgut. Hallo. Hallo, sie Schiff. Ist klein, aber oho. Gucken wir mal, Treibgut. Die Vermählung von Himmel und Erde. Ja, Allianz, bitteschön, klar. Wenn mich auch noch ein Krieg reingezogen werde, immer her damit. Die Dame freut sich. Moskito. Du bist ein echter Goldschatz. Und sie freut sich schon wieder für mich. Es ist schön. Alle sind zufrieden. So, was hat er denn eingesammelt? Segel hat er eingesammelt. Schön. Kann man nie genug haben. Dann. Wie läuft diese Insel hier? Ja, alle so halbwegs zufrieden. Ja, kann man schon mal machen, ne? Hauptsache ist was zu trinken da. So, ihr habt auch Klamotten. Besser geht auch. Immer. Ja, Bedürfnis. Besser geht immer. Mal ganz ruhig, Leute. Ihr seid doch hier voll, habt doch alles, was ihr braucht. Besser geht. Ich will immer noch den Hopfen bauen. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Da brauche ich aber, was brauche ich denn für Hopfen? Brauche ich nur Bauern, ne? Nee. Brauche ich Arbeiter. Aber ich will eigentlich nur den Hopfen anbauen. Da brauche ich nur Bauern für. Dann reicht mir eigentlich. Die brauchen... Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oder hoffentlich nicht hier, weil das wäre ungünstig. Handelskammer? Nein, ich möchte ja... Hier Feuerwehr. Feuerwehr, so. Weil wenn es hier brennt, wäre es doof, weil ich noch keine Feuerwehr habe. Und der braucht auch nur... Ach, bildet nur die Feuerwehrleute aus. Okay. Hopfenplantage. So. Ach, schön. Wie viel brauchen wir denn noch? Ah, bis hier. 96, sehr schön. Ach, es ist ja vom Feinsten. Dann rufen wir unsere Handelsroute auf. Und... Habe ich die Katze da? Oh ja. Also solltet ihr hinten eine Katze sehen, die ist gerade auf dem Klo. Wir gucken geflissentlich weg. Laden, Hopfen, annehmen und hier entladen. Sehr schön. Spielstand gespeichert. Annehmen. Spielstand gespeichert. Was will er jetzt schon wieder? Warnung. Was? Explosion? Was? Hier passieren Sachen. Ich mache jetzt mal Pause. Ach so. Ja. Stimmt, da kann man nichts machen. Vor allem kommst du auch nicht wieder raus, ne? Es ist einfach alles weg. Musst du Escape drücken. Muss man auch was wissen. Wo ist die Explosion? Oh nein! Oh nein! Die Kühlerei ist kaputt. Gebäude renovieren. Ja. Eigentlich können wir erstmal mit der anderen weitermachen. Halt das Förderband an! Reicht dann. Zurück an die Maschinen. Ja. Lass mal erstmal so, ne? Ist ja egal. Oder bringt es Unzufriedenheit, wenn ich das so lasse. Weil wenn wir E2 haben, reicht dann, ne? Gut. Oh, hier, die waren schon wieder was. Was wollen denn die Einwohner von mir? Oder, Boss? Jaja, ich helfe euch. Was wollt ihr? So gut. Da kommt man auf verrückte Ideen. Ich finde die Kamera... Oh, okay, die Kameraden. Wo sind sie denn jetzt? Hallo? Da sind sie. Hab ich euch. Yeah, sie haben fortgehalten. Und ich gehe in die Werkzeugkiste. Was bringt mir die Werkzeugkiste? Ich weiß es nicht. Na gut. Also, jetzt können wir auch die Brauerei wieder anwerfen. Weil wir haben ja jetzt Hopfen. Genau, wir haben jetzt Hopfen. Und... Also schon mal gekauft, aber es wird auch welche geliefert. Jetzt werden wir jetzt Hopfen anbauen. Och, Polly. Polly. Was ist denn los? Hm? Oh, bist du unzufrieden? Hm? Ja. Na okay. Hat sie schon wieder. Ist schon wieder alles gut. Der Katze geht's gut. Keine Angst. Ich glaube, die Katze hat. Die könnte Hunger haben. Ist langsam, bis langsam wird's. Naja, so 18 Uhr kriegst du eigentlich Futter. Wahrscheinlich hat sie einfach Hunger. Aber eigentlich hat sie genug. Naja. Ich schau mal, wenn sie sich nochmal beschwert, dann gehe ich persönlich hin, aber ansonsten. Ja, heute Morgen hast du eine große Packung gegessen eigentlich. Ja, mal schauen. So. Jetzt haben wir auch
haben fast alles. Oh, was hast du denn gegessen, Polly, ey? Uiuiui. Ja, das Essen, ich glaube auch, das Essen nicht mehr frisch genug ist. Also von, das von heute Morgen hat sie weggemampft, Trockenfutter steht noch genug da, also eigentlich, sie kriegt auf jeden Fall, aber nachher noch was Frisches auf jeden Fall. Aber nicht so früh, weil sonst sind die so verwöhnt und wollen dann immer direkt wieder Futter haben. Zumindest unsere andere Katze wollte das immer. Die konnte es nie früh genug haben, da musste man echt aufpassen, dass man eher nicht sie verwöhnt. Bei der Polly geht das eigentlich, die ist eigentlich entspannt. Aber man hat immer Angst, wenn sie maunzt, dass dann doch irgendwas Schlimmeres ist. Wenn man, ja, aber passt schon, glaube ich. So. Ansonsten mache ich nachher mal kurz Pause, kriegst du Futter. Ist auch okay. So. Was haben wir denn noch? Okay, die Hopfeninsel hopft, hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Und genug Arbeiter haben wir auch noch auf der Hopfeninsel. Diese Schnellstartmenü. Ja. Ist produziert. Ja, sehr schön. Haben wir schon Hoffnung eingelagert. Achso, das Fischer. Ja, wir sind Hoffnung auch eingelagert. Das ist doch gut. Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. Die sind auch zufrieden. Ja, die Kornkammern. Ja, ist doch sowieso nur Fisch. Aber gut. Das finde ich ist komisch, dass sie die Bauern nennen, aber dann eben keine. Es sind zwar Bauernhäuser, aber irgendwie bauen die ja jetzt auch nicht gerade was an, ne? Wenn die sagen, die Kornkammer sind alle gefüllt, ist das natürlich. Aber gut. Aber vielleicht heißen die im Englischen auch nicht Bauern, sondern eher so Peasants oder so. Das sind eher so die Knechte oder so. Dann ist es vielleicht logischer, ich weiß es nicht. So. Oh, der braucht viel mehr. 1,30 für ein Hopfen. Na, hoffentlich kommt da genug Bier raus bei. Aber scheint nicht zu gehen. Also. Ah, komm. Wisst ihr was? Wir bauen mal noch einen zweiten Hopfenfarm. Wir haben genug Arbeiter. Wir haben auch genug Leute, die es wegtrinken können. Würde ich sagen, bauen wir noch. Achso, das war jetzt wieder in der Kette. So, hier. Hopfenplantage. Oh, es brennt? Nee. Doch, irgendwo brennt es schon wieder. Aber ich finde, das hört man schlecht. Oder vielleicht habe ich auch den Game-Sound ein bisschen nach unten gestellt. Man hört es schlecht, wenn irgendwo Alarm ist. Naja. Reicht das mal. Habe ich gestern auch gelernt, man kann mit Punkt und Komma drehen, das ist schön, das möchten wir mal. Aber da haben wir jetzt hier mal ein bisschen das von hinten, das Haus, das ist auch schön. Und dann machen wir hier noch ein bisschen so. 84, 96, sehr schön. Ach, ist das schön. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Menschen lassen sie hochleben, ja, so ist das. Ne? Mit der richtigen Führung passt das alles, auch wenn es mal brennt. Oh, ein Stadtfest hat begonnen. Wo ist das Stadtfest? 450. Oh, es ist so attraktiv. Und da laufen die Leute. Sie freuen sich. Und es ist unglaublich. Schaut, all die bunten Farben. Schön, schön, schön. Boah, das ist ja... Direkt mit der Blasmusik. Es ist vom Feinsten. Ah. Ja, herrlich. Es ist ja wirklich... Oh, und was für eine Parade. Also, es ist Gedenktag. Dauer der Feier 34 Minuten. Die ziehen jetzt wirklich in Echtzeit, nicht Spielzeit, einfach mal 32 Minuten schön durch die Lande hier. Bauzeit minus 30%, Baukosten minus 30%. Oh, das müssen wir mal nutzen. Ne? Ach, das, aber das bringt immer alles durcheinander. Ne? Jetzt sagen die ja, gut, Bauzeit ist jetzt minus 30% oder hier, wenn die bis die Sachen fertig gebaut haben.
Dann produzieren jetzt alle irgendwie alle schneller oder was? Ah. Na gut, zum Glück haben wir genug Lagerplatz. So, hier der Brauer braut. Sehr gut. Hier haben wir also auch. Und ja, das ist. Ich würde es gerne löschen. Kann ich das machen? Ja. Okay. Ach, zur Feier des Tages bauen wir auch mal die Kulisse wieder auf. So. Bei R. Zu viele Transporte. Ja, okay, dann bauen wir die auch noch. Oh, geht nicht. Nicht genug Ziegel. Ja, gleich kommt da noch ein Ziegel, oder? Dann bauen wir hier noch einen Lagerplatz extra. Wo ist denn? Wo bleibt denn? Na? Wo bleibt der Ziegel? Ich will noch einen Ziegel haben. Ziegel, Ziegel. Hier, baut doch. Lief doch den Ziegel ab. Ja, sehr schön. Und wir bauen noch einen Lagerhall. Kann uns auch keiner beschweren. So, es sieht auch schöner aus, ne? Alles voll hier. Ja, diese Umweltverschmutzung, ne? Das ist aber auch nicht schön. Zum Glück habe ich das weit entfernt von der Siedlung gebaut. Dann beschwert sich keiner, hoffentlich. Und wenn doch, dann sollen sie ja mal nicht so haben. Ja. Ja. Okay, es ist die Parade pariert immer noch. Schön, schön. So mag ich das. Okay, jetzt haben wir das Bier erstmal. Das ist gut. Weil dann. Nicht zufriedener sein, glauben Sie mir. Ah, Wurst brauchen wir noch. Wurst, das geht aus. Und der hat zu viele Transporte. Wir haben nicht genug Ziegelstein. Müssen noch ein bisschen warten. Wir bauen noch. Ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen Wurst. Das kann nicht schaden, weil. Wir haben ja doch mehr Bevölkerung. Die ist auch anspruchsvoller. Dann machen wir noch eine schöne Schweinezucht hier hinten. Damit es nicht so unattraktiv ist für die liebsten, unsere lieben Arbeiter. Nein. So, Schweinestall. 1, 2, 3, 4. Oh, das habe ich auch doof gebaut. Naja. Ist halt ein Loch. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich es. Bisschen verhauen habe, das sieht nicht gut aus. Ich könnte es natürlich jetzt noch verschieben, aber dann müsste ich versetzen. Das drehen wir mal hier hin. Das packen wir jetzt mal kurz dahin, dann drehen wir das. Ne, geht immer noch nicht, sieht immer noch doof aus. Aber so geht es schon mal besser. Ja, so. So. Naja, nicht schön, aber selten, sag ich mal. Und wie viel Würstchenketten können die Ketten? Ach, ein Wurst. Okay. Dann bauen wir den Wurst-Heini dann mal dahin. Dann setzen wir das hier auch noch da drüber. So. Drehen wir das auch noch mal hier hin. Ja. Ja, das wird doch. Dann kommt der Wurst. Der Verwurster kommt dann hier. Der verwurstet dann hier. So. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Wurst. Da freuen sich auch unsere Arbeiter. Genau. Mehr Wurst ist immer gut. So, ich stürme und dränge die brauchen zu auch neuen Wurst. Ufern. Und Konserven wollen sie haben. Okay. Mehr Konserven. Handwerker. Okay, erstmal brauchen wir Fenster. Stimmt. Quarz, verdammt. Der Quarz hält alles auf. Woher hatten jetzt von euch Quarz? Hier habt ihr Quarz. Ach, da bin ich zu meiner Insel. Habt ihr Quarz? Hast du Quarz? Hast du Quarz? Künstlerfest veranstaltet sie schon. Okay. Hier ist das Öl. Öl habe ich auch, brauche ich nicht. Öl, Quarz. Wo kriegt man Quarz? Das ist Eisen, ne? Die yes. Leute sollten dich lieben. Oder, falls das nicht geht, Kupfer. Zumindest fürchten. Kupfer, Eisen, Kupfer. Quarz. Ach, war da nicht irgendwo hier Silikon? Silikat? Kupfer, Steinkohle, Eisen, Lehm, Zement.
Salpeter. Ach, Salpeter war es. Na gut, schade. Spiel gespeichert, okay. Expedition. Ich möchte aber keine Entdeckungsreise machen. Das ist mir zu blöd. Kann ich denn sehen, wer Quarz hat? Weltkarte. Sie haben keine Aufgaben. Das ist mir echt egal. Ich will die Weltkarte. Die alte Welt, Weltkarte. Ah, okay. Also kann ich auch noch. Ui. Oh, noch eine neue Region? Ja, könnte man natürlich auch machen, ne? Befohlene Vorbereitung. Heilkunst habe ich nicht, Navigation habe ich nicht, Kampfkraft habe ich nicht. Belohnung, neue Region. Okay, habe ich alles noch nicht. Machen wir vielleicht auch noch nicht, ne? Die alte Welt. Bleiben wir erstmal hier. Das reicht uns ja erstmal. Wir wollen ja auch noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich noch nicht, das Spiel noch nicht vorbestellt oder sonst was. Das heißt, ich bleibe erstmal bei der Open Beta und schaue mal. Also eigentlich bin ich ja schon ganz schön. Aber 60 Euro für das Vollpreisspiel? Es macht schon Spaß, ne? Aber kostet auch viel Geld. Also ist ja auch, ist ja auch gerecht, 60 Euro. Vorbestellerbonus brauche ich eigentlich nicht, aber ich würde schon warten, bis es wieder für einen 40er oder so. Aber das war immer bei Steam der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Epic oder sonst wem dann läuft, mit irgendwelchen Sonderangeboten. Und da bin ich schon ein bisschen knausrig, ne? Und im Ubi-Store ist es ja, muss man auch schauen. Den finde ich jetzt ja nicht so mega geil. Man muss ihn halt nutzen. Uplay und so, aber ist noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob ich das unbedingt. Also wenn es bei Steam gäbe, hätte ich jetzt gesagt, ja okay, komm, egal, kaufe ich jetzt, was soll's. Aber ich habe irgendwie so im Epic Store habe ich bisher nur die kostenlosen Sachen geholt und dann gesagt, naja, aber so toll ist der Rest ja noch nicht. Es ist auch im Uplay ist genauso, da ist es auch eher unattraktiv. Und selbst Origin, der EA Store ist jetzt auch nicht so der Knaller, also. Spielstand gespeichert. Auch wenn natürlich Steam einen Haufen Kohle gibt, nimmt von den Entwicklern. Es muss jetzt auch nicht sein, dass ich dann jetzt noch. Ich hätte das schon gerne alles an einem Ort. Naja. Aber ich weiß nicht, wie es so der Rest der Menschheit sieht, aber bisher ist ja eher so der Epic Store eher so negativ in der Kritik, ne? Also da sagen die Leute, naja, eigentlich wäre es schon. Die holen sich immer die ganzen Exklusivtitel jetzt und wir stehen dann doof da. Wollen eigentlich. Ja. Naja. So, machen wir noch ein bisschen. Pflastern wir noch ein bisschen hier. Ja, jetzt ist die Stadt auch schon ein bisschen mehr gepflastert. Aber ich dachte, die kommen eigentlich schneller voran, wenn ich das pflaster. Aber irgendwie. Naja. Vielleicht sieht es auch noch schön aus. Nee, das muss auch, oder? Was kann das nehmen? Schnellere Warentransport. Okay, na gut. Dann sieht man das nur nicht. Die parieren immer noch hier rum. Das ist auch schön. Produktivität plus 300%. Ach, die Kanonenproduktivität, okay. Ach, und Schiffe. Ach, die Schiften gehen schneller. Schiffe, sage ich nicht. Schiffe. Die Schiffe gehen schneller zum Bauen. Ja, bauen wir noch ein Schiff, ne? Das kostet aber cool. Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Neue Befehle? Ich habe eigentlich schon genug Schiffe. Nee, machen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Lager ist voll. Toll. Ich brauche nur noch Quarz. Was hast du denn da? Der Willi, hat der Quarz? Zink hat er, Kupfer, Zement. Hat er auch nicht. Verziehen, Zement, Kupfer, Zink, Steinkohle, Eisen, Lehm, auch nicht. Hat denn hier keiner Quarz? Zieh den Quarz. Zement, auch nicht. Oder buddeln sie einfach so raus? Vielleicht brauche ich da kein Quarz verkommen. Vielleicht ziehe ich einfach Unsinn. So, hier. Quarzkugel hier. Kann ich hier irgendwo bauen? Nee, kann ich nicht. Wieder sind wir dabei, einfach mal in Physik aufgepasst und schon, ja natürlich, er buddelt es einfach am Sand aus, ist ja Quarz ist ja Sand, ich muss einfach nur hier an der Küste bauen. Okay,
Ja. Es ist so, hier ist es. Wie unaktiv ist die Bude hier? Eigentlich nicht, ne? Da steht ja auch mal. Ja, ich bin auch doof, ne? Auf diese Insel? Ne, jawohl, da steht nur Quarzsand. Von mir aus freigegeben. Okay, die Zeitung möchte auch noch was. Dann schauen wir noch gleich mal, was die Zeitung von uns will. Ob wir die noch mal ein bisschen frisieren müssen. Ja, Lügenpresse und so. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Also die Explosion hat er ja auch schon mitbekommen. Jetzt warte mal, was können wir denn? Gibt man denn hier Konsumverhalten? Ja, kaufen. Finde ich gut. So, hier weg. Ich kann nicht glauben, wie... dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Ja. Immer mehr kaufen, finde ich auch. Natürlich wissen Sie. Sind Sie die Ursache für mein Bedauern? Als ob die Chinesen halt ein Problem hätten, wenn ich hier die Zeitung manipuliere. Also wirklich. Das ist ein voll unrealistisches Spiel. Muss man erst mal so sagen. Hier ist unser Schiff. Klein, aber oho. Da lernen wir noch ein bisschen Segel aus. Weil das brauchen wir auf dem Schiff jetzt nicht. Wird denn genug Schnaps produziert? Das wollte ich nochmal wissen. Okay, Schnaps hat gebrannt. Wir haben Konsumgüter. Oh, naja. Gerade so, ne? Aber wir haben es ja jetzt auch an die andere Insel verschippert. Damit die Leute auch da trinken können. Und da haben wir auch 20 Schnaps. Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Hier, oh, was will er denn? Kein Lagerhaus. Also, Leute, ihr seid aber auch die voll so faul, ne? Unfassbar. Wo ich euch alles auf die Nase bin. Und das finde ich jetzt ein bisschen doof, ne? Weil eigentlich, ich glaube, das war früher auch so, hast du gesehen, wie groß der Einzugsbereich von diesem Lagerhaus ist. Also das könnte man schon noch ein bisschen, weil so baust du mal auf gut Glück, ja, denk mir, ja, okay, wird schon passen. Naja. Aber gut, jetzt haben die auch ein Lagerhaus in der Nähe. Das ist auch schön. Spiel gespeichert, auch schön. Was haben wir denn hier noch? Was? Kupfer könnte man nicht abbauen. Lehm haben wir eigentlich erstmal genug. Kupfer, Zement brauchen wir auch noch nicht. Eisen haben wir auch erstmal genug. Steinkohle. Ach, hier die Jagdgründe. Das würde mich noch interessieren. Es gibt hier Jagdgründe. Aber wie kann ich denn... Ich will einen Jäger bauen. Kann ich aber nicht. Wo kann ich denn... Weil Wurst, ja. Ich kann Schweinezucht aufbauen, aber ich kann keinen Jäger bauen. Das hätte ich schon... Oder muss das so... Ne, Handwerker bräuchte ich jetzt auch nicht. Varieté. Ach, vielleicht ist aber auch Jagdgründe irgendwie so ein Luxusding, wo dann irgendwie die, die Reichen wieder anfangen und dann einfach jagen wollen. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, ne? Naja, brauchen wir noch nicht. So. Aber im Moment läuft ja alles. Es wird Zeit, es in Sand zu setzen. Mit mehr Leuten. Nee, wo? Ach Quatsch, wir haben jetzt ja Quarz. Haha, wir sind schon volles Lager. Wieso ist denn das Lager voll? Das Lager ist voll! Yes. Ach, Fischer, Fischerei, ja. Da müssen halt mehr Leute Fisch essen. Das tut mir ja nun leid. Aber vielleicht rüste ich nochmal ein paar Leute auf. Ausbauen. Hier, das sind ja schon Bauern. Ah, hier, da kann man noch ein paar Arbeiter hinsetzen. So. Esst mehr Fisch. Unsere Lager sind voll. So, wir haben jetzt Silikon. Eine Glashütte. Die braucht. Steht auch nicht, was es braucht. Die wird sicherlich auch eine Glashütte, ne? Die wird bestimmt einiges an Baugelände, einiges an Dreck produzieren, oder? Dann, was ist passiert? Ja komm, packen wir einfach hier. Einfach schön ins Industrieviertel, da Holzfälle, da haben wir eigentlich. Aber vielleicht bauen wir hier noch eine Holzfäller mit hin. Weil, also der produziert ja schon, eigentlich produziert er ja, unsere Sägewerke sind sozusagen versorgt, aber
Der braucht jetzt auch nochmal Stämme. Das heißt, wir bauen hier nochmal Stämme hin. Dann können die... Genau. Wahrscheinlich ist eh das Lagerhaus wieder zu weit. Ja, natürlich ist das Lagerhaus wieder zu weit entfernt. Wer hätte es denn gedacht? Es ist schon wieder... Nee, fehlen Waren. Okay, ich vergesse. Mir fehlt noch einiges an Material. Du brauchst Quarz, aber wieso steht denn... Warum steht denn da nicht, was der braucht? Oder produziert der einfach aus dem Nichts? Ohne Kohle? Alles hier ist höchst zerbrechlich. Ja, ja. Einfach aus Quarzsand? Glas oder was? Er braucht nicht mehr außer Quarzsand. Das ist interessant. Na gut. Und dann brauchen wir noch die Fensterfabrik, weil... Ah, wir brauchen noch... Was brauchen wir denn da? Handwerker brauchen wir dafür. Dann rüsten wir noch ein paar Arbeiter auf. Dafür haben wir eh genug. Und... hier noch mal Bauern aufrüsten. Und hier 1, 2, 3... Genau, so. Und jetzt bauen wir noch Fenster. Also unsere Fensterfabrik. Handwerker... Okay, jetzt ist hier natürlich nicht mehr so arg viel Platz. Drehen wir mal hier rein. Ja, der. Ah, für uns wieder Leben. Okay, wir machen einfach erstmal hier Blaupause und dann. Weil die haben eigentlich genug Platz, um auch ein volles Lager ist. Und er braucht jetzt auch nur Fenster und Holzstämme. Und dann macht er ein Fenster draus, auch nicht schlecht. Und er, Quarzsand, Glas, jo. Dann kommt mal ein Fenster raus, naja. Gut, weil wenn wir jetzt Fenster haben, dann könnte man das Rathaus bauen, oder? Ah, jetzt, ja, gut. Oder eine Fleischkonservenfabrik, das ist natürlich... Schon ein bisschen aufwendiger. Großküche brauchen wir dafür. Reservefabrik. Achso, wo ist denn die Großküche? Ich kann nicht hier auch bauen. Ja, okay. Eisen haben wir noch. Wobei, reicht der? Der macht alle Ausgangslager voll. Produziert. Wie produziert er jetzt? Ah, die Produktivität ist erhöht. Ja, okay. Wie ist es denn normal? Wie oft produziert denn Eisen produziert? Alle 15 Sekunden. Wir haben den Ofen. Ja, scheiße, was ist denn hier? 300%. Na gut, das lässt sich jetzt eh im Moment nicht seriös beantworten. Ja, ich habe gerade den Chat nochmal gelesen. Ich muss sagen, ich habe den Chat hier so nebenan lesen, deswegen immer wenn ich auf den Bildschirm gucke, ist ja halt einfach den Chat nicht. Ja, so ein, in ein, zwei Jahren im Humble Bundle, da ist das Spiel wahrscheinlich dann für so ein 10, also gibt man nur 10 Euro aus. Mal schauen, wie gut sich es verkauft, aber es ist halt immer so, man denkt sich so, eigentlich will ich es jetzt spielen, ne? Und dann hätte ich schon Bock drauf, dann vergisst man es wieder und dann, wenn man es in zwei Jahren kauft, dann kauft man es sich, weil man es eh schon immer kaufen wollte, aber dann spielt man es wieder nicht. Ich habe das so bei Anno 14.4 und 2070 und so gehabt und dann habe ich gesagt, eigentlich fand ich das Spiel auch toll. Hab's aber nie gespielt, weil, ja, hab's mir dann für billig gekauft und dann, ja, liegt's halt so irgendwo rum. Und man denkt sich so, naja, aber eigentlich habe ich ja ganz andere Spiele, ich auch schon noch spielen will. Also, Baumaterial fehlt, okay. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber 60 Euro, ja. Na, schön Box vielleicht. Zum Hinstellen. Ins Regal. Ja, mal schauen. Erstmal bin ich wieder oben wieder ganz zufrieden. Aber ich glaube, wenn ich morgen denke, so, ach, eigentlich hätte ich jetzt Bock weiterzuspielen, kaufe ich es wahrscheinlich doch. Aber ich kaufe nichts mehr als Vorbesteller. Das muss ich sagen. Jetzt habe ich einmal den Fehler gemacht. Das war SimCity, die Neuauflage, das Remake damals, was EA richtig schön in den Sand gesetzt hat. Wo ich dann wirklich 60 Euro für die Special oder 70 Euro für die Special Edition ausgegeben habe. Und das Spiel war so grottig. Ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen ärgerlich. Also das Spiel habe ich dann irgendwie zwar auch 20, 30 Stunden gespielt, aber das war einfach nie gut. Es hat immer was gefehlt. Und dann habe ich noch das Add-on gekauft und zwar hat das Spiel nicht besser gemacht. Und irgendwann kam City Skylines und das war dann das Spiel, was hätte SimCity eigentlich mal werden sollen. Habe ich das Gefühl. Deswegen bin ich ja so ein bisschen
ja, so ein bisschen raus aus dem Vorbesteller-Ding und so. Und gerade auch mit diesen ganzen, ah, hier kriegst du noch einen Bonus und hier kriegst du noch das. Ich habe schon letztens bei Dirt 2, also der Dirt Rally, auch gedacht so, ja, okay, da steht irgendwas von einem Sammel-Edition, nee, wie heißen die, Gold-Edition. Und dann habe ich nicht verstanden, was der Bonus ist. Irgendwas kriege ich schneller. Also ich kriege es nicht mal sofort, sondern ich kriege irgendwas schneller. Ich kann mir irgendwie schneller Punkte sammeln. Und ich denke, okay, ich gebe 20 Euro aus, damit ich noch schneller im Spiel voranschreiten kann. Hä? Und irgendwelche Autos, die ich mir aber auch noch... Die Autos kann ich mir aber auch noch solo kaufen. Also das heißt, die muss ich mir nicht mal erspielen. Es ist sehr merkwürdig. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Das ist jetzt zum Glück bei Anno jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie, ich unterstütze es nicht gerne. Und ja, für Komplettisten ist es immer cool, dann noch zu sagen, ja gut, dann kriegst du einen Zehner noch und hab's dann auch alles zu Hause, aber ja. Da kommt schon das nächste Anno wahrscheinlich. Was haben die jetzt für ein Problem? Zu viele Transporter, ja. Ist ja alles gut, habt ihr Zeit. Hab's doch nicht eilig. So, Fenster produziert. Was bringt denn das Rathaus? Das Rathaus bringt uns was? Mehr Einfluss. Nee. Aber ich kann irgendwas verbessern. Ja, nicht schlecht. Paprika-Farm. Ich glaube, hier wächst Paprika. Ne? War das nicht so? Ja, hier steht's. Ich kann Paprika. Ja, bauen wir nochmal eine Paprika. Ah, und Rinder können wir auch noch bauen. Ja, Rinder, Paprika. Hier, bauen wir noch hier. Oder wollen wir? Ich würde gerne mehr rauszoomen. Also hier entsteht das so ein bisschen unser Stadtviertel. Das heißt, irgendwo die Sachen werden irgendwann... hier ist das Industrieviertel. Das heißt, die Stadt müsste dann eher so in die Richtung expandieren. Also, wenn wir hier... Und hier ist auch die Ölquelle und so. Da würde ich sagen, bauen wir hier weiter an unserem landwirtschaftlichen Dingens und bauen hier die Rinderfarm. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. So. Ja, weg. Hallo. Ja. So, Rinderfarm. Da brauchen wir 4 von. Ja, brauchen wir hier. 2, 3, 4. So. Und dann bauen wir unseren Paprika noch an. Der kann ja... Wie viele Felder hat der? Dass ich das nicht vorher sehe, wie viele Felder da hinpassen. Ne? Ich muss es erst bauen, dann weiß ich es. Die Großküche würde hier hinpassen. Ne? Nee, auch nicht. Ich habe schon alles komplett dummdödelig hingesetzt. Naja. Ach komm, dann bauen wir die Paprika-Farm jetzt hier hin. Und ja, genau, 108 Felder, sage ich doch. Ach, jetzt, wie habe ich das auch hingesetzt, ne? Das ist wirklich wie der erste Mensch. Das können wir so nicht lassen. Das ist echt. Hier einmal Ruhe. So. Nein. Paprika-Felder bauen. So. Ja, das Cyberpunk 77. Bin ich auch gespannt. Also, das ist so ein Spiel, da habe ich Bock drauf. Da hat der Trailer auch wirklich richtig, richtig Lust gemacht. Aber da, und da vertraue ich eigentlich auch der Firma, den Entwickler, weil natürlich, da war auch schon Dings. The Witcher war ja schon auch sehr, eigentlich, war ein tolles Spiel, konntest du echt nichts dagegen sagen. Und ich vertraue, dass die so lange einfach produzieren, bis es einfach toll geworden ist. Aber mal schauen, was rauskommt. Das wird bestimmt noch 2-3 Jahre dauern, ne? Also, so gefühlt. Also, der Trailer war schon beeindruckend, aber da hat man auch gesehen, dass das alles noch ganz schön... Naja, wir haben das Stück zu zeigen, den Anfang, und dann der Rest ist einfach noch nicht fertig. Und wir haben noch ganz schön im Braun noch ein Weilchen, bis das alles mal so richtig, richtig toll wird. Habe ich das Gefühl zumindest. Also, ist natürlich auch... Ja, der Eindruck mag auch täuschen, aber... Also die ersten Trailer waren halt schon beeindruckend, aber richtig fertig ist noch nicht. Aber so ein Thema verbuggt, ne, das ist ja auch so eine Sache. Also egal ob Witcher oder alle anderen, die sind immer am Anfang des Gefühls verbuggt und Vorbestellen ist deswegen auch doof. Ich muss aber sagen, bisher die Open Beta, ich habe bisher keinen offensichtlichen Bug gefunden in den Anno-Sachen. Also da haben sich so die Beta-Phasen schon echt gelohnt. Also jetzt außer, dass das Menü ein bisschen komisch ist und so, da können wir noch ein bisschen was dran drehen. Aber das funktioniert eigentlich schon alles ganz gut.
Also deswegen. Ja. Also ich sag mal, bei Anno wäre das erste Spiel, und das muss ich sagen, da bin ich froh, dass es so Open Betas gibt, weil das, da habe ich jetzt schon das Gefühl, ja, das funktioniert. Also das ist, oh, jetzt hab ich das jetzt gemacht, ne? Dich darüber. Ja, dich drehen wir mal. Deswegen vielleicht, okay, dich drehen wir jetzt hier hin, so. Das muss alles richtig bei uns sein. Also vielleicht ist es tatsächlich, ist es alles gar nicht so schlecht mit dem Beta-Test. Und das finde ich auch, das sollten viel mehr Entwickler machen. Also nicht so dieses Early-Access-Modell, sondern wirklich sagen, okay Leute, ihr könnt jetzt 2 Tage spielen, probieren mal, wie das so läuft. Und dann kommt was Gutes bei raus. Weil das habe ich das Gefühl, das haben sie jetzt hier gut gemacht. Einige Felder könnten helfen. Okay. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, jetzt so, jetzt drehen wir das noch. So rum. Es haut doch alles nicht hin, was ich hier tue. Es haut nicht hin. Naja, ich baue jetzt einfach noch. Nein, ich will das nicht verschieben. Oder doch? Ich will das hier nur effizient irgendwie hinbauen. Ne? So brauche ich es auch nicht hin. Oh Gott, das wird auch alles furchtbar. Nein. Also ein bisschen im Interface können wir noch ein bisschen optimieren, finde ich. Aber ansonsten ist das schon ziemlich gut geworden. Und jetzt drehe ich dich noch. Und. Ja, Cyberpunk soll Ende 2019 kommen, das stimmt. Sag ich mal. Für Optimisten ja. Ich glaube mir nicht dran, dass es wirklich dann kommt, aber kann ja. Also. Ausschließen ist ja auf gar keinen Fall, ne? Also, und wenn ich es diesmal nicht, also, so, bei Witcher gab es auch viele Diskussionen, so, als es dazu rauskam, war dann immer alles verbuggt angeblich und so, aber am Ende kam halt doch ein gutes Spiel raus und eigentlich alle happy. Und jetzt glaube ich ja, dass sie das auch diesmal wieder hinkriegen. Spielstand gespeichert. So, und deswegen, ja, es wird nicht schöner, Leute. Es wird nicht schöner mit der Rinderfarm hier, ne? Aber vielleicht lassen wir es so. Sieht doch auch schön aus. Kann man auch mal. Hier, schön idyllisch, so auf dem Feld mitten. Ja. Wir bauen einfach du mal schön. Du hast zu viele Leichen im Keller. Was? Ja, du hast viele Leichen im Keller. Nee, habe ich nicht. Wo siehst du denn Leichen? Hä? Die Leute, ey. Immer nur am Meckern. Ah ja. Ach. Was sagt denn mein Handy eigentlich? Na gut, Frankfurt ist noch unentschieden, spielt unentschieden, das ist doch okay. Wir wollten weiterhin unsere Konserven, Fleischkonserven bauen. So, die Großküche brauchen wir jetzt. Die für einen Gulasch produziert die. Ach, deswegen komme ich. Oh, das ist schon, das ist auch einfach. Wo baue ich denn jetzt die Großküche hin? Hier. Was? Oder passiert noch? Nein, das ist auch nicht. Das ist aber auch alles. Oder bauen wir sie hier hin? Wir wollen ja schön bauen. So. Und hier ist schön. So. Und die Konservenfabrik, wir haben ja noch Eisen. Und haben wir eh noch nicht genug. Okay, gut. Da wir noch nicht genug Sachen haben für die Konservenfabrik, lassen wir erstmal in Ruhe hier produzieren und schauen. Wir brauchen. Oh. Das Geld geht uns. Ui, das Geld geht uns aus. Nein, noch nicht ganz. Nein, es steigt schon wieder. Okay. Wir brauchen 8 Fenster, wir haben nicht genug Fenster und wir haben nicht genug Geld und wir haben nicht genug Arbeiter. Das ist ja toll. Also haben wir eigentlich nichts. Wir bauen mal. Na, hier. Dich aus. Und dich aus. Und dich und dich. So. Und das. Ich will keine. Keine Angst vor dem Unbekannten. Setze die Segel in eine neue Welt. Ja, würde ich ja gerne, aber wenn da steht, bist du doof, du musst ja erstmal das und das und das erforschen, habe ich alles noch nicht. Also, neue Gebäude wurden freigeschaltet. Ah, oh, ja. Ein Zoo kann ich bauen. Ah, ich brauche 500 Handwerker, dann kann ich einen Zoo bauen. Geil. Varieté kann ich. Na, könnte ich bauen. Und eine Nähmaschine. Nähmaschinen. Ach, Herr Jemine. Da brauche ich ja noch mehr Eisen und noch mehr Kohle und.
Ja, vor allem brauche ich eine Kohlemine oder was? Ach nee, doch. Kohle brauche ich. Egal. Stahl. Habe ich denn noch eine Eisenmine? Habe ich denn noch? Kann ich noch irgendwo Eisen abbauen? Ich habe hier Steinkohle. Ich habe hier, hier Eisen. Sehr gut. Also wenn ich noch Eisen bräuchte, könnte ich das abbauen. Ist ja super. Kohle. Ach, ich kann, kann ich jetzt eine Kohlemine bauen? Ja, haha, da brauche ich ja keine Köhler mehr. Also ja, damit habe ich noch genug, aber... Oh, stimmt. Die Katze ist ruhig. Ja, ich glaube, meine Freunde kümmern sich einfach um die Katze. Die ist auch immer, die meckert rum. Und dann ist, kann sie sich, also nicht die Freundin, die Katze. Die Katze meckert rum und dann ist auch wieder gut. Ne, dann ist auch 2 Stunden lang, ist sie dann auch wieder zufrieden. Kuschelt sich irgendwo hin, an die Heizung oder so. Und deswegen, die ist eigentlich total genügsam. Man muss sich nur manchmal, wenn sie sprechen könnte, das wäre super. Weil dann wüsste ich, was sie haben will. Aber naja, aber an sich ist sie eigentlich ganz zufrieden, die Katze. So. Und ich denke mir, naja, ich wollte bis 19 Uhr streamen. Bis dahin, wenn die Katze bis dahin nicht rummeckert, ne? Lass sie es einfach mal so, dann kriegt sie nachher Futter. Dann kriegt sie was Leckeres zu essen. Und sonst kann sie sich an Leckerlis bedienen, da hat sie nämlich genug von. Also, ich habe ja schöne Leckerlis gekauft, die will sie nicht. Die guckt sie mit dem Arsch nicht an. Aber, aber die anderen, die mag sie super gerne, die holt sie sich jetzt auch selber aus dem Spender. Also alles gut. Sie hat genug zu futtern, sie wird uns nicht abmangeln. Deswegen. Naja. Habe ich jetzt die Großküche gebaut? Ja, habe ich. Ich wollte noch Konservenfabrik bauen. Ich war so begeistert, dass ich neue Sachen bauen kann, deswegen. Das Varieté kostet uns zu viel Geld. Das Rathaus braucht noch Fenster. Ich denke, ich produziere Fenster ohne Ende. Wo ist denn die Fenster jetzt hin? Ja, produziert doch. Passt doch alles. Ich habe nicht genug Fenster. Verkaufe ich die oder? Spielstand gespeichert. Okay. 4 Fenster habe ich gerade mal. Uiuiuiui. Es kann ja dauern. Ja, vielleicht. Hier, das Lager ist auch voll. Was produziert er denn? Die Lager sind voll. Ach, er macht Seife aus dem. Er macht die Teig aus dem Schwein. Sind beendet. Okay, die Festigkeiten sind vorbei. Okay, jetzt, nachdem alle Lager jetzt. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Ich will eure Expedition nicht. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, Stadtfest ist vorbei, es ist schade, aber wir werden es überleben. Ja, ein Wörterbuch Mensch, Katze, Katze, Mensch, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Das Problem ist, also ich habe bei Amazon im Angebot mal wieder das Katzenfutter bestellt. Aber das Felix-Katzenfutter magst du eigentlich sehr gerne. Aber eben auch nur ganz bestimmte Sorten und die Leckerlis magst du auch. Ich habe ja auch schon mal das bessere Purina und so hingetan, aber das, da ist sie gar nicht so Fan von. Die ist ein bisschen wählerisch, was so das Essen angeht. Deswegen sind wir auch noch ein bisschen so am Schauen, was er eigentlich will. Da sag ich, oh, die guten Leckerlis, die großen Fleischbrocken aus Fleisch und Fleischnebenprodukten. Vielleicht magst du das? Nee, magst du nicht. Also, Fisch magst du manchmal nicht. Also, ja, deswegen, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich ist er mit dem zufrieden, was er hat, aber man will ja immer was Gutes tun. Und dann bestellt man was und dann ist natürlich, wenn ich irgendwo in den Zoo, in die Zoohandlung gehe und sage, hier, okay, ich nehme das Katzenfutter hier, probier mal eine Tüte, dann geht's ja. Aber ich bin immer so einer, der kauft dann bei Amazon im Angebot gleich das Achterpack und denkt sich, ach ja, ist das super. Dann frisst es nicht, ne? Kannst alles nur verschenken am Ende. Die haben auch noch eine ganze Packung Whiskas-Leckerlis. Ja, wissen sie auch nicht. Ist sie einfach nicht. Nimmt sie nicht. Kann sie den ganzen Tag hungern, nach Leckerlis mouncen, aber dann, wenn du dir was hinstellst. Ne. Okay. Katze. Okay, alles ruhig. Einwohneraufgabe. Hilfe! Mein kleines Licht erlischt! Okay, eine Fotografie aus. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Okay, helfen Sie Einwohner, indem Sie ein Foto machen. Das Duell. Okay. Wo ist denn das Duell? Ah, da. Die Belegungszeit hat einfach
ausgereicht. Foto mal. Ah, okay. Da. Zieh. Naja, Foto ab. Foto abschicken, ja, reicht. Wir haben Grund zum Feiern. Aha, Fotomodus. Tolle Sachen gibt's. Okay, Foto habe ich gemacht. Oh, wir brauchen. Ui, uns gehen die Arbeiter aus. Wir sind jetzt. Ich verstehe das manchmal nicht. Wieso sind jetzt die Arbeiter weg? Das wahre Glück auf Erden. Ich brauche mehr Bauern. Und mehr. Okay. Da. Oh, dann versetzen wir mal den Holzhacker nach da oben. Und lassen ihn hier weiter Holz hacken. Das Sägewerk auch. Oh, das passt ja super. Als ob ich es geplant hätte, passt ja super da rein. So, Feldweg. So. Und hier. Bauen wir jetzt Bauernhaus. Aber bis zu dicht man es auch durch, ne? Das ist. Aber so, aber es sieht auch doof aus, ne? Soll irgendwie auch schön aussehen. Ja, machen wir es jetzt hier. So. Und. So. Und dann so. 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 Jetzt ziehen hoffentlich ein paar Bauern ein. Hey, du Bauer. Siehst du ja einfach. Zieh doch mal ein. Ja, okay, komm. So. Das sollte eigentlich genügen. Und dann rüsten wir noch ein paar Bauern zu Arbeitern auf. So. Aufstieg nicht möglich. Oh je. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht abschalten kann. Oder vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, aber ich habe das Menü nicht gefunden. So. Ja, okay, er produziert, das ist gut. Das ist auch alles noch wieder in Ordnung. Was will er denn jetzt? Ach, wir haben nicht genug Bauern, ja. Das ist, ich will das schon irgendwie geschlossen haben. Ich finde das schöner, wenn das so geschlossen ist, nicht nur irgendwie hier, ach, jetzt bauen wir hier noch ein paar Bauern und da noch ein paar. Ich will eine richtig schöne Stadt haben. Okay, es ziehen Bauern ein, das ist schon mal gut. Was fehlt ihnen denn? Sie haben eigentlich alles. Eigentlich können wir jetzt aufrüsten. Aufrüsten. Ach, wir haben nicht genug Holz, deswegen. Haha. Upsi. Ja. Aber eigentlich so. Aber es wird ja schon besser. Wir haben ja langsam, geht's ja voran. Es ziehen neue Bauern ein. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Alles klar. Aber Kanonen brauchen wir jetzt auch nicht mehr, kommen eigentlich auch. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich mache hier schon die Kanonengießerei zu. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich verstehe es doch. Das muss ich mir nicht zweimal sagen. So, und jetzt. Jetzt mangelt es auch nicht mehr an Arbeitskraft. So, das Problem ist beseitigt. So. Das ist der einzige Bug, den ich bisher gefunden habe. Dieses komische Menü, das funktioniert nicht so richtig. Wenn du da draufklickst und es klappt da manchmal Sachen ein und dann wieder steht dann plötzlich eine Null da. Naja. Das könnte man auch vielleicht noch fixen, aber ja. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen den Fischer beim Fischen an. Asche. Sind diese Kolosse. Ich frage mich natürlich, habe ich das einfach falsch schon gebaut? Weil der schießt einen definitiv in die falsche Richtung, ne? Schon mal Barfenversuch. Was meinst du damit, Ari? Bei der Katze? Oder im Spiel irgendwas? Bin ich jetzt gerade
Ja, unsere Katze spuckt schon relativ gerne mal. Sie isst ja gerne Katzengras und dann spuckt sie auch gerne mal hier ins Eck. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das auch irgendwas mit der Katze zu tun. So, drehen wir nochmal. So. Wir wären dann soweit. Ah, die Zeitung muss mal wieder manipuliert werden. Ja, bei der Katze, genau. Nee, also tatsächlich, ich nehme an, das ist jetzt, also die kriegt ja von uns schon Katzengras. Das darf sie ja gerne fressen und dann wirkt sie auch gerne mal schön was raus. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren. Und dann, achso, du meinst, das ist mit der, war das nicht mit Futter, dass man mit Futter irgendwas macht? Irgendwas Frischfutter? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bei Katzen bin ich ein bisschen, die Grundsachen kenne ich, aber, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen an Katzen, was sie können. Was überaus nicht. Schmackhaften Apfel überreichen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Okay, geringes Explosionsrisiko. Misswirtschaft. Was? Der Mangel an Bier aufgrund von schändlicher Misswirtschaft trocknet den Höchst, treibt die Fugen der Gesellschaft aus. Ja, so ist das. Das können wir natürlich nicht so lassen. Da hypnotisieren wir mal ein bisschen. Sicher, alle werden die Hacken zusammenschlagen. Alle freuen sich, genau so ist das nämlich. Mhm. War das jetzt schon. Ja, genau, Frischfutter. Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel. Sag mal, so tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil erstens weiß ich nicht, ob sie das isst und zweitens ist es natürlich ein ganz schöner Aufwand, die Katze dann immer mit dem wenn sie sich einmal dran gewöhnt hat, will sie das halt auch regelmäßig haben. Ne? Jetzt ist sie ganz zufrieden mit dem Trockenfutter und mit dem Nassfutter. Und dann noch mit dem Frischfleisch. Das, eigentlich würde ich, glaube ich, schon ganz gut hier. Würde es, glaube ich, auch ganz gerne mögen, aber ich habe immer Angst, dass sie dann nur noch sowas will. Bin ich auch ein bisschen skeptisch. Also wahrscheinlich wird sie es mögen. Ist aber eine Sache, bedeutet viel Aufwand, muss halt auch wirklich frisches Fleisch holen. Ja, würde ich auch gerne, also es geht ja nicht um die Frage des Geldes, so, das würde ich ihr schon gönnen. Aber ihr das dann sozusagen klein zu machen und so, damit sie das lecker isst. Naja, mal schauen. Aber es ist ja mal eine Sache, die ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Die hat bisher auch kein Frischfleisch gegessen. Ist halt die Frage, ob sie das da überhaupt noch mögen würde. Oder ob sie nicht eh schon mit dem anderen zufrieden ist. Aber das würde ich lieber dann bei der jungen Katze anfangen. Damit sie dann, ich meine, die hat jetzt auch keinen Freigang, die Katze. Und kann damit gut leben. Mal schauen. Es ist so ein bisschen. Eigentlich will man es, ne? Weil es ist ja ein bisschen, man hat das Gefühl, das ist so natürlicher. Dieses ganze Fleisch, vielleicht Nebenprodukte, Katzenfutter. Kann jetzt auch nicht so gut sein eigentlich, ne? Und dann ist ja dann oft auch was drin, damit die Katzen es lieber essen, so mit Zucker und so. Da gewöhnen sie sich auch schnell dran. Deswegen weiß ich nicht. Also probiert haben wir es noch nicht. Vor allem weiß ich auch nicht, ob der Katzenmagen das oder und das, die, ob sie das überhaupt noch verträgt, wenn man ihr dann so richtig schön frisches Fleisch tut. Mal schauen. Finde ich aber tatsächlich mal erstrebenswert, das einfach mal auszuprobieren. Gibt es auch einiges zu beachten. Ich habe das Gefühl, die ist auch immer so empfindlich, die arme Katze. Ne? Katzen sind so, wenn es denen nicht gut geht, da ist die, hat man echt viel zu tun. Bis mit ihnen wieder in den Katzen. Gut, zum Tierarzt alle halbe Jahr vielleicht mal in den Katzenkorb, das ist schon schwierig genug. Aber wenn es ihr dann nicht gut geht und sie zu Hause sich irgendwo verkriecht, bis du die wieder raus hast, ne? Hm. Ah ja. Alles nicht so einfach. Immer noch einfacher als mit Hunden. Die muss man hier nun mal auch noch täglich Gassi führen. Aber ja. Tiere machen Arbeit. Okay. Wir sind ja eigentlich im Spiel. Was ist denn hier? Es ist doch alles voll hier. Aber die Bierproduktion läuft doch, wirklich. Wollt ihr mehr Bier? Es gibt eine Menge zu tun. Wer braucht Bier? Wo ist Bier? Zufriedenheit. Ach hier. Die braucht mehr Bier. Zufriedenheit minus 1. Versorgung verschlechtert sich. Ja, vielleicht müssen wir einfach mehr. Weil unsere Handelskette funktioniert noch, oder? Neue Befehle? Ja. Dann bauen wir doch einfach noch ein bisschen mehr Hopfen hier an, ne? Oder produzieren das Bier hier gleich? Ah ne, wir brauchen noch Getreide und alles. Nee. Wir bauen hier einfach noch mehr Getreide an. Und dann. Okay, das stimmt. Den Tierarzt mal fragen, was er dazu sagt. Ne? Ob das sinnvoll ist, das Tier jetzt damit zu füttern.
Ja. Okay. Ja, 48, aber ist schon ganz schön, ist nicht ganz billig, ne, wenn man es mit dem ganzen, dem anderen normalen Katzenfutter vergleicht, so. Aber ist halt so, ja, 30 Euro könnte man sagen, ja, ist die Katze auch wert, ne. Und die isst ja wirklich nicht viel, also unsere Polly, da kommst du eigentlich mit einer Packung über den ganzen Tag, ein bisschen Trockenfutter noch dazu, reicht dir eigentlich, die frisst ja gar nicht so viel. Von daher, ja, ich merke mir das mal, Cosma Natura, ich merke mir das mal, das scheint vielleicht... Wie gesagt, am Ende, Katzen sind ja eh so empfindlich, nehmen dann nicht alles, aber das probiere ich mal. Das klingt ganz gut. So. Wir wollten Hopfen anbauen, ne? Das Lagerhaus sollte ja noch in der Nähe sein. Dann bauen wir das hier noch einen Weg. Und ich baue mal, stellen das mal wieder um. Hier Verbrauchsgüter. Hier Hopfen. Das. Perfekt. Ach schön. So. Schnappes sollten ja genug haben hier. Dachte ich. Ja, Schnaps haben sie genug. Klamotten auch. Alles perfekt. Mehr als genug. Die haben ein echt ein spannendes Leben hier. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Okay, er sagt mir, ich soll mal Pause machen. Ist ja lustig. Ja, eine halbe Stunde haben wir noch. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie haben schon 2 Stunden gespielt. Ja. Ach. Nee, lass mal. Wir sind noch fit. Der Chat passt auf, dass wir nicht zusammenklappen. Das passt schon. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Konservenfabrik bauen. Wir haben nur noch nicht... Dann rüsten wir noch ein paar Arbeiter auf. Und. Also, nee, erstmal ein paar Leute zu Arbeitern aufrüsten. Und dann rüsten wir noch ein paar Arbeiter zu Handwerkern auf. Hier, ihr. Ja, hier auch noch. Spielstand gespeichert. Hab ich schon wieder übertrieben. So, jetzt passt das, okay. Und jetzt bauen wir die Konservenfabrik. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil hier ist das Eisen und da ist das Futter, die Großküche. Jetzt ist natürlich die Frage, was sinnvoller ist. Bauen wir es hier hin, dass es da nah dran ist. Und ich meine, die wird wahrscheinlich... Die wird wahrscheinlich auch ein bisschen Umweltverschmutzung verursachen. Ne? Aber andererseits haben wir hier ja schon die Großküche, die... Qualmt ja auch schon und hier qualmt es auch schon. Also nee, machen wir mal hier. So am Arsch der Heide sozusagen. Das Lagerhaus ist auch da. Ja, passt schon. Wir müssen immer schauen, ob das jetzt mit dem Eisen reicht. Genug Eisen ist ja gefördert. Das wird am Anfang also kein Problem sein. Aber... Ja. Das wäre es, wenn das Spiel den Kaffee macht. Das ist eigentlich kein Problem, ne? Hier Event ausgelöst, dann triggert er die smarte Kaffeemaschine und dann... Na gut, da muss der Kaffee irgendwie noch herkommen, aber die kann ja daneben stehen. Dann kommt das am besten aus dem Monitor raus. Schön mit heißen Kaffee. Lecker, lecker. Ist ja schön. Naja, man wird ja noch träumen dürfen. Wir bauen... Die Bauern brauchen keine... Die brauchen keine schönen Wege hier, aber hier können wir ein bisschen verballern. Da sieht auch schön aus. Und hier. Ach, schön. Da. Und jetzt hier noch. Und hier auch noch. Und da ist auch noch. Oh mein, hier, die Geschütze sind auch falsch rum, ne? Ne, das ist richtig. Das ist falsch rum. Soll nicht in die Stadt. Obwohl, na gut, bei Aufständen ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Naja. Aber wir glauben mal, dass die Leute zufrieden sind. Und drehen das jetzt hier rum. Stinkender, fauliger Dreck. Ich weiß nicht, was das bedeutet, warum das immer gerufen wird. Ach, hier kann man noch. Ein Besucherkai. Auch Besucher. Man möchte jetzt Besucher in ihre Insel zu besichtigen. Das finde ich ja schön.
Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist im Stahlwerk, na gut. Oh, da habe ich. Oh, da fällt mir ein, da habe ich ja gar keinen Feuer. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach du Schande, jetzt explodiert ja auch noch alles. Eieiei. Ich baue hier schnell noch ein Feuer hin. So. Tatütata. Und ich baue hier noch. Schnell noch den Weg aus. Damit die auch schnell hinkommen. Das war zu viel. So. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Er bildet noch Leute aus, ne? Ja. Ist auch schlau. Es ist schlau vom Spiel, weil sonst würde man einfach nur noch dann schnell das Feuerwehrhaus hinbauen, wenn es gerade brennt und dann wieder abreißen. Aber er produziert noch fröhlich weiter, das ist gut. Das finde ich schön. Ja, ich bin ja Wasser. So viel Wasser. Wo ist das die Feuerwehr? Tatütata. Feuerwehr ist auch bald da. Ich habe noch keine Umweltkatastrophe gehabt, zum Glück. Wahrscheinlich, weil ich auch noch zu wenig Industrie gebaut habe bisher. Also im Moment bin ich ja wirklich so. Die Konservenfabrik habe ich ja hier hingebaut. Die ist auch eigentlich noch relativ entspannt. Ich hoffe mal, dass hier noch nichts. Also, das ist ja so bei Ziff immer das Problem. Zumindest bei diversen Ziff-Teilen so das Problem gewesen. So, ja, okay, hier ist Umweltverschmutzung. Jetzt bauen sie mal alles schön ab. Das ist doof. Und hier gibt es bisher eigentlich nur, das habe ich nur gesehen, dass es sozusagen in die Bedingungen, sozusagen in die Zufriedenheit reinfließt, ob das hier Verschmutzung ist. Und das ist ja zum Glück die Umweltverschmutzung. Und das habe ich ja schon so geschickt gebaut, als alter Hase. Was sollt ihr denn? Fehlendes Gebäude. Ach, ihr wollt noch ein Varieté. Ja, okay. Kriegt der. So. Er ist kaputt, er wird gelöscht. Was kostet denn der Spaß? Okay, noch kann ich es gar nicht bauen. Ist ja doof, wenn der Stahl jetzt nicht da ist. Das wäre natürlich schön. Die Flammen wurden gelöscht. Die Flammen wurden gelöscht, sehr schön. Dann, ja, 1000 Münzen und ein bisschen Spielstand gespeichert. Bisschen Lehm, Ziegel. Alles gespeichert. Geht's gleich weiter. Eisen produziert immer noch schön. Die Kühlerei ist. Ich habe eigentlich viel zu viel Kohle, ne? Und außerdem, außer der Stahlfabrik, nimmt auch gar keine Kohle mehr. Das war ja, wer hat denn noch Kohle gebraucht? Das waren ja hier hinten die Nähmaschinenfabrik, die wollte nur Kohle haben. Kann man eigentlich auch noch bauen. Holz haben wir genug. Holzfällerhütte habe ich ja letztens gebaut. Die wird nur zur Hälfte ausgelastet. Ja komm, machen wir noch eine Nähmaschinenfabrik hier. Machen wir noch richtig einen auf dicke Hose. Ach Mist, kein Platz. Oder? Da? Nee. Aber hier, ach Quatsch, warum ist hier? Wir haben ja hier, das Lagerhaus ist ja da, Sie das haben heißt. Ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, neues Stadtstatus, Stadt. Ich kann noch mehr Verzierungen bauen. Geilo. Bauen wir vielleicht noch einen schönen Garten hin. Oh, und Rum können wir produzieren. Schön. Das ist doch was Feines, so. Hier bauen wir noch. Hier ist eh schon alles verpestet. Bauen wir hier noch den. Die Nähmaschine hin. Und was brauchen wir da? 150 Arbeiter habe ich. Handwerker habe ich. Was fehlt denn jetzt? Oh, das Geld fehlt. Ah, ich mache gerade so dicke Kohle. Wieso mache ich denn jetzt 1500 plus? Und wo das wohl liegt? Wahrscheinlich habe ich gerade einfach alle meine Ressourcen verkauft an irgendjemanden. Okay, also Stahl ist da, Eisen, also produziert und da, ja, eigentlich ist schon, soll ich jetzt schon bauen? Da kann man, kommt man fast in die Miese, ne? Naja, komm, was soll der Geiz? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und das muss ich auch sagen, bisher. Also gestern hat mir jemand im Chat, der gemeint hatte, ist ja doch blöd, du gehst ja gar nicht schnell pleite. Aber ich muss sagen, bisher habe ich eigentlich, ist das Spiel relativ simpel gewesen. Habe ich jetzt noch nicht groß gemerkt, dass das, also
Der Anspruch steigt natürlich mit den Schwierigkeitsgraden. Es ist jetzt der niedrigste Schwierigkeitsgrad, ist klar. Normal. Aber, ja. Bisher eigentlich, die Wirtschaft habe ich so ganz gut im Griff im Moment. Also, trotz, dass es jetzt, ja. Weil jetzt habe ich alles ausgegeben. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis mal wieder. Bis ich wieder Kohle reinkommt. Aber bisher pleite bin ich noch nicht. Das ist schon mal schön. Von daher. Jetzt rüsten wir noch ein paar Arbeiter auf. Hier, damit es auch schön einheitlich aussieht. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Ja, die Konkurrenten können mich mal. So. Und jetzt. Ah, Hospital. Das ist nämlich das. Da kann ich ja bestimmt auch erforschen, die Gesundheitsversorgung oder so. Aber kann ich noch nicht bauen. Schade eigentlich. Hafenmeister habe ich schon. Rum, was braucht denn Rum? Rum braucht Zuckerrohrplantage. Das wächst natürlich jetzt hier nicht. Und vor allem brauche ich da Jornaleros. Was ist denn das denn für Leute? Schon wieder eine Stufe mehr oder was? Aber für die brauche ich denn noch was anderes? Wahrscheinlich mehr Kultur, ne? Ein Zoo. Oh, ich glaube, das ist. Jetzt haben wir es 18:36. Das heißt, um 19 Uhr wollte ich Schluss machen. Dann würde ich sagen. Baue ich nachher noch. Das ist das letzte Ziel. Wir bauen uns einen schönen Zoo. Kostet 10.000. Oh, naja. Vielleicht doch nicht. Wir haben nur 1.000 Münzen, aber kostet uns 10.000 Münzen. Okay. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Lass mal noch einen Zoo bauen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt so. Naja, gestern so 2,5-3 Stunden gespielt. Heute 3 Stunden. Naja, nicht mal. 2 Stunden bisher. Bisher muss ich sagen, habe ich da eigentlich mein Spielspaß rausgeholt. Also ich glaube, bis man hier alles gebaut hat und so, das auch im freien Spiel, das dauert schon eine Weile. Da muss man, wenn man noch andere Kolonien aufmacht und so. Also ich finde, ja, also man bekommt schon seinen Spielspaß raus, finde ich. Also genau, einfach über Nacht laufen lassen. Also bisher habe ich das Gefühl, da kann eigentlich nichts schief gehen, wenn ich das einfach jetzt hier mal laufen lasse. Habe ich auch genug Münzen. Und gerade, ich habe hier gerade die Mega-Wirtschaft am Laufen. Wo kommt das denn her? Bauern, Arbeiter, Handwerker. Kündigt die Steuern 24. Gut. Was auch immer das bedeutet. Ich will immer noch wissen, wofür ich die Steuern bezahle hier. Naja. Kann ich das im Profil sehen? Nee, auch nicht. Ah, nächste Profilstufe. Ich brauche nur noch 30 Leute mehr. Ja, dann bauen wir doch noch mal. Ja, 1-2 Häuser aus, weil dann kann man vielleicht doch die nächste Profilstufe freischalten. Vielleicht sehen wir da noch was Schönes. So. Hier unten wollen auch noch Bauernhäuser. Ja, die bauen wir auch noch aus. So. Dann schauen wir nochmal. Weil die Kohle läuft. Wir haben auch eigentlich alle gut versorgt im Moment, wie es aussieht. Oder? Ja, hier ist alles soweit vorhanden. Nicht im grünen Bereich, also nicht in üppig, aber hier fehlt. Oh je. Hier ist immer noch ein Problem. Aber eigentlich haben wir alles für alle genug. Da. Bier müsste halt mehr her. Aber ansonsten. Und Rum brauchen wir dann noch vielleicht nachher, aber. Ja. Okay, nächste Profilstufe. Ah, hier sieht man es. Ich habe 4 Stunden 47 gespielt. Profilstufe 7. Ja. Das ist doch schon mal. Ja, also ich habe in den 5 Stunden habe ich mich bisher nicht gelangweilt. Es hat so richtig noch das alte Anno-Gefühl. Also, ganz ehrlich, im Moment ist es eigentlich wie Anno 1602. Ich habe noch nicht gemerkt, dass es jetzt wirklich. Das kommt halt im Late Game sozusagen, dass da noch ein bisschen. Ja, dass ein bisschen ausgebaut wird, ein bisschen mehr. Ein bisschen neue Produktionsketten und so. Da hätte ich das selbst erledigt. Eine Gleitschussaufgabe. Okay, was kriege ich da? Ein Eisvogel. Ja, dann. Du bist mutig. Du bist mutig. Achso, hier ist das Schiff. Ja, okay. Wo ist denn mein Schiff? Ein Kanonenboot. Schicken wir mal. Koordinaten mal hier hin. Und dann machen wir mal Gleitschutz. Dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle, dann machen wir einen Zoo und dann holen wir uns einen Eisvogel in den Zoo. So macht man das. Das wird doch. Ah, wird das spannend. So, Konservenfabrik produziert Konserven, ja. Ja, das funktioniert. Also Eisen haben wir genug.
Ja, ist ja auch. Ist auch richtig. Ist auch Eisen genug. Kanonen produzieren wir gerade nicht, wenn wir keine brauchen. Oder? Weil Kanonen haben wir noch mehr als genug, dachte ich. Ja, 75, ja, genau. Können wir eigentlich noch ein Bötchen bauen, ne? Ich schon weiß, sind hier so eine schöne Fregatte. Und ich meine, genug Kohle. Oh, ich würde sagen, genug Kohle nehmen wir ein, aber stimmt ja gar nicht. Es geht ja gerade massiv zurück. Das finde ich doof, dass man nicht sieht, woher die. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss, ja, ist. Hä? Ah, Hilfe, wo ist mein Schiff? Wieso bist du denn unter Beschuss? Ah! Kann ich, ich will zu dir, Schiff, da. Ja, okay. War aber nichts Schlimmes. Alles gut, alles entspannt. Alles easy. So. Trefferpunkte, ja. Schaden pro Sekunde. Ja, ist alles gut. Alles entspannt. So. Ich wollte eine Fregatte bauen. 6 Stunden. Was kostet das denn Unterhalt? 100. Ja, okay. Eben war es noch bei 500. Es ist bei 1500. Wahrscheinlich, wenn man was kauft, dann bessert das die Bilanz dermaßen auf. Naja. Aber irgendwie hätte ich schon gern gesehen, was jetzt, was ich an Handel sozusagen reinbekomme und was ich jetzt eigentlich an was Steuern sind. Oder sind die, zahlen die nur Steuern, wenn sie zufrieden sind? Ich glaube, so war das doch, ne? Ja. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder, sind wir schon bei 6000. Das heißt, es wird, der Zoo wird auf jeden Fall was. Juhu. Moskito. Ich möchte dieses Schiff nicht verlieren. Okay, dann eskortieren. Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Dann. Ma. So, wo will er denn hin? Ja, wo eierst du denn hin hier? So. Es ist ja auch besoffen, oder? So. Mit meinem schönen Kanonenboot begleite ich mal das Riesenschiff. Das gibt 20.000 Kanonen. Huch. Madame Kankina kennt jede Route zu exotischen Waren und Items. In ihrem Geschäft sind sie nahezu alles, was sie sich vorstellen können. Und das zu einem vernünftigen Preis. Okay, cool. Kommen wir nachher mal nochmal Spielstand gespeichert. Was Schönes einkaufen. Was ist denn jetzt schon wieder? Warnung. Ja. Ja, hat er doch schon gemacht. Wenn ich das schon weggeklickt hätte. Oh, Hilfe, wir werden angegriffen. Schiff unter Beschuss. Ja, schieß doch mal zurück. Ist ja super. Ja. Warum bist du nicht, du blödes Schiff? All die sagenhaften Länder existieren. Ja, ruhig. Ah, zum Glück. Ja, dann mal hinterher. So ein Zug greift mich nicht an. Das ist ja cool. Weil ich die in Ruhe ab, während das andere Schiff da sie sozusagen weglockt. Ja, ein bisschen Schwung jetzt, aber die Mission ist so gut wie gewonnen. Okay, meine Segelgeschwindigkeit ist ein bisschen abgesetzt, aber aber es tut mir nicht alles für den Zoo, ne? Du sollst nicht stehen bleiben. Ach, ich habe einen ab. Okay. Segeln Sie hier hin und holen sich die Belohnung ab. Ja, ist schön. Das war ja easy. Und Madame Kahina wohnt in Sassenberg. Wo ist denn der jetzt? Du sollst ihn noch nicht verfolgen. Ist doch egal. Ist doch alles schon erledigt. Hier. Ich will doch nur. Da muss ich jetzt hin. Gut. Ich will ich nicht in eine neue Welt. Ja, Aufgabenbuch. So, Warnung. Ja. Jetzt klicke ich auch einfach zu schnell. Benachrichtigung, Spiel wurde gespeichert. Ja, alles löschen. Ist gut. Entspannt. So, jetzt haben wir bald das Geld für den Zoo zusammen. Und holen wir uns noch die Belohnung ab. Und dann bauen wir uns einen schönen Zoo. Würde ich sagen. So als Abschluss. Naja, wir haben noch eine Stunde. Aber, so ein bisschen als Krönung des Ganzen. Nähmaschinen produzieren wir auch, weiß nicht für wen, aber hey, kann nie genug haben. Und das Eisen scheint ja noch zu reichen, wenn wir genug abgebaut haben. Ah, hier, da bauen wir nochmal einen. Ach,
Sache, was ich jetzt auch noch gerne sehen würde, was wie das aussieht, wenn ich hier einen... Ach, das, was? Das kostet 10.000 Eier? Na gut, dann vielleicht auch nicht. Dann bauen wir doch einen neuen Lagerplatz. Auch wenn das schön aussieht vielleicht. So. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Ihr seid auch noch mal zufrieden? Ja. Bier, Hopfen wird produziert, hoffe ich. Ja. Alles gut. Ich habe immer... Ach, jetzt... Ah, so. Ah, okay. Also ich gucke eigentlich nach Norden. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber okay, offensichtlich ist das dann in meinem Blick. Ah, okay. Es ist komisch mit der Karte. Der hätte lieber ein Quadrat. Dann wüsste ich was... Also habe ich keine Vorstellung, was ich da sehe. Naja. Aber... Ach, schön. Ah, wir müssen noch ein paar Leute aufrüsten. Wir haben zu wenig Arbeiter. Wo macht man das am besten? Ah, hier so Richtung Hafen. Das sieht ja schon doof aus mit den Bauern. So. Schön ist es. Schön ist er. Kannst du schon nicht meckern, ne? Das ist... Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Kann ich ihn eigentlich umbenennen? Ja, ich kann nicht. Horst Trepp ist ja auch irgendwie doof, aber... Schiff unter Beschuss! Was? Wer beschießt mich? Welche... Ach so, ein komischer Pirat. Naja. Du kannst mir nichts verheimlichen. Ja, ich bin bereit, die Ocker abzuschließen. Was? Ja, ich bin noch. Jetzt bin ich bin noch gerade auf dem Weg, Leute. Diese elenden Piraten. Ja. Du hast etwas für mich, nicht wahr? Ja. Abschließen. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. So. Ich dachte mir schon, dass du gut bist. Jetzt habe ich einen Eisvogel und 13.000 hübsche, fette Münzen. Das ist doch super. Wo ist mein anderes Schiff? Da kommt es an. Dann... Okay, wir bauen jetzt erstmal den Hafen, den Kran. Die habe ich schon. Brauche ich noch zusätzlich, oder doch? Wir bauen erstmal hier die Reparaturkran. So. Mal umdrehen. Was auch hübsch aussieht. Naja, hübsch. Hübsch ist relativ. Aber okay, wir bauen es einfach jetzt hier hin. Da muss der Fischer halt da fischen. So. Und dann bauen wir noch ein bisschen eine Kaimauer hier. Hier. So, damit es ein bisschen schön aussieht. So. Und. Genau. Dann haben wir den Reparaturkran. Neue Befehle. Holst du dir erstmal hier, was da oben auch liegt? Ach, der Eisvogel liegt da. Ja. Dann. Mal abgeben. Und dann. Steuermann! Fährst du mal dahin, lässt sich gleich reparieren, wenn die fertig sind hier. Segel! Ja, nein. Da soll es bleiben. So. Bildet hervorragende Mechaniker aus. Die Waffenruhe wurde beendet. Ach, Waffenruhe. Schmaffenrufe. Oh, hier Allianz. Achso. Komm, dir schmeicheln wir noch mal ein bisschen was. Ja, komm. Ich verrate nicht, wie meine Tricks funktionieren. Wenn du da. Schiff vom Stapel gelaufen. Dir leicht erhöht. Nein, nahezu sicher. Aber ich will nicht Geld geben. Das ist auch doof. Was könnte ich Ihnen anbieten? Unmöglich. Ach, nix. Und du, bist du, wie es zu Schmeicheleien zu haben? Leicht erhöht, nein. Geld gebe ich dir nicht. Na gut, nicht.
Jetzt hier. Schiff wird repariert. Ah, sehr schön. Es repariert automatisch, wenn es in der Nähe ist. Das finde ich schon mal sehr schön. Das ist ja toll. So. Genau. Bauen wir jetzt den Zoo hin. Weil hier ist ja jetzt schon unsere Köhlerei. Und hier ist ein bisschen klein. Könnte man den... Jawohl, hier ist eigentlich... Freigegeben. Oh, die Zeitung. Alles super, ich muss nichts zensieren. Sehr schön. Hier, was gibt es denn? Zufriedenheit plus 5, Zufriedenheit plus 5 und... Ach, und noch weniger aufstandsfähig. Die sind alle zufrieden und dann beschweren sie sich. Das ist schön. So, haben wir das auch veröffentlicht. Und jetzt der Zoo. Kultur. Oder Pommes. Den Besucherkai wird man noch bauen, ne? Aber der kostet 25.000, nee. Zoo. Das ist ja nur der Eingang, ne? Aber hier passt er doch super hin, ne? Wenn wir jetzt hier bauen, dann können die da Leute... Wenn wir hier bauen... Weil der muss man da... Den müssen wir dann noch schön machen wahrscheinlich, ne? Selber schön machen. Oder bauen wir den hier hin? Nee, passt er nicht. Ah, ich bin gespannt. Was im Fall? Das ist jetzt vorne das. Zoo steht da drauf. Ja, dann bauen wir hier mal den Zoo-Eingang. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Ja, wenn du mir sagst, dieses Eiland, dann weiß ich nicht welches. Das ist das Problem. Aber wenn du mich fragst, dann sage ich ja. Meine Wanderträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Tiere. Schön. Unentdecktes Biom. Ach, dafür ist dann die Expedition gut. Da kann ich ja neue Sachen entdecken. Das ist ja toll. Erstmal ein freies Gehege. So. Okay. Das ist ja schicki. Schicki. Bauen wir doch. Spielstand gespeichert. Und 100 Module kann ich bauen. Na, dann baue ich das doch mal. Ist hier? Nein. Baue ich hier hin. Sieht doof aus ohne Ende, weil es mir zählt. So, dann. Habe ich schon mal ein Gehege? Habe ich Tiere? Ich habe doch schon Zooverwaltung plus. So, jetzt haben wir einen Eisvogel. Tolli. Ist ja mega Zoo. Geil. Ich glaube, das wird schon ganz schick, wenn man es... Vielleicht brauche ich jetzt nochmal einen Modul rein. Meine, wir haben jetzt noch nicht mehr Tiere als. Aber. So ein schicker Zoo, der macht sich Spaß schon was her. Drei oder vier Scheffel. Ich weiß es wirklich nicht. Und. Da. Bauen wir noch den Weg schön. Damit die Leute auch schön so. Für eine große Stadt schon wieder. So ist das. Und jetzt bauen wir hier noch einen kleinen Park hin. Kultur. Stadtzäune. Ah ja, nee. Parkstatuen. Okay. Ein Zeitungsstand. Ja klar. Da kann man dann die ganzen manipulierten Zeitungen verkaufen. Was ist das andere? Die Piazza-Bänke, okay. Da machen wir doch hier auch nochmal. Da. Dann machen wir hier einen schönen Zeitungsstand auf dem Platz. Gerade Hecke.
Dame da mal eben mit ihrem Gesicht da weggehen? Was will sie denn? Ja, das habe ich schon. Dankeschön. Hab ich schon gelesen. So. Und jetzt bauen wir hier noch. Promenade. Gerade Fahrt. Und sein Schnupftabak. Überall was Grün. Nicht mal die Nachbarn. Und dann noch ein Zaun. Ah, so richtig ist es noch nicht. Hier ein. Ah, das ist der. Okay. Ah, vielleicht. Ah, okay. Okay, na gut. Breiter Eingang. Okay, ich glaube, der Zeitungsstand an der Stelle ist jetzt nicht der Schloss, gebe ich zu. So, so. 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 Ja, das ist so schön. Und dann bauen wir noch eine Statue. Denkmal. Ah, nee. Oh, und das ist groß. Auch zu groß. Na gut, vielleicht bauen wir dann doch noch mal das so. Spielstand gespeichert. Das ist doof was, ne? Weiter muss ich hier nochmal. Stinkender fauliger Dreck! So. Und dann macht man das hier so. Es sieht, als ob es ein Parkplaner gemacht hätte. So. Gut, das Lagerhaus daneben ist jetzt noch nicht so schön, aber naja, kann ich alles haben, ne? Guti, ich merke, ob ich kümmere aus der Kamera hier was. Da ist auch noch schön. Und hier an der, hier nimmt es auch ein bisschen schneller ran, alles vorangeht. So, eigentlich, wir machen dick Kohle, wir haben genug Arbeiter, wir haben unseren Zoo angefangen, wo noch kein zweites Tier drin ist, weil wir noch kein zweites Tier haben. Deswegen sieht das gerade ein bisschen doof aus, aber das kommt ja alles noch, das wird ja alles noch schön, Leute, das ist ja alles gar nicht so. Wo ist denn jetzt das Varieté, das wollte ich noch bauen. Ah, das Rathaus. Oh, die Fischpastete riecht lecker. Und dafür brauchen wir 50 Dingers und 40 Fenster. Na gut. Fenster haben wir, brauchen wir ja gerade noch. Das ist schon ein bisschen dekadente Platzverschwendung hier mit dem Zoo. Wenn du alle gesammelt hast, hast du ja so riesen. Das ist ja alles hier Zoo dann bei mir. Genau. Es ist jetzt wirklich gerade Feierabend, es ist 19 Uhr. Ich meine, Schiffe erkunden. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, auf der Brücke. Früher konnte man die doch irgendwie sagen, erkunde selbstständig oder so. Ich weiß es gar nicht. Oder war das bei... Nee, das war bei Ziff, ne? Da konntest du sagen, erkunde doch selbstständig.
Und hier könnte ich jetzt sagen, ja, fahr doch mal in die Region so und so. Aber die ist irgendwie tödlich. Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Okay, krieg ich hin. Heilkunst habe ich nicht. Navigation habe ich nicht. Kampfkraft habe ich nicht. Insofern bringt mir das nichts jetzt. Der sagt mir so immer, machen Sie doch, machen doch, mach doch, mach doch. Aber es bringt ja nichts. Also. Oder verstehe ich das nur falsch? Naja, egal. Nach dem ersten. Ich würde sagen, das Problem ist, wir können diese Stadt jetzt nicht in die finale Version übernehmen. Das heißt, unsere ganze schöne Stadt ist ja für die Katz erstmal. Selbst wenn wir jetzt an dieser Stelle fortsetzen wollen würden, es geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier Feier an der Stelle, weil, naja, man muss ja auch mal was essen, ne? Insofern, wir haben die Beta noch nicht mal ausgereizt, in den 5 Stunden, die wir jetzt gespielt haben. 5 Stunden, 10 Minuten. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der Open Beta von Anno. Außer ich habe irgendwie Bock, morgen noch ganz schnell noch etwas reinzuschieben. Nee, Quatsch, geht ja los heute Abend. Von daher würde ich sagen, das war's mit Anno Open Beta. Wenn ich das Hauptspiel doch noch kaufe, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht doch mal ein, zwei Runden. Da würde ich aber schon mal so ein bisschen an diese Stelle spielen, dann spielen wir mal ein bisschen weiter. Aber vielleicht machen wir dann nochmal schön weiter. Ansonsten war es fürs Erste. War schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich schalte jetzt meine schöne Abschiedsgrafik an. Und würde sagen, guckt weiter bei CT Zockt, guckt unseren Twitch-Kanal an, da passiert am Montag auf jeden Fall was Schönes. Da macht Julius eine schöne One Finger Death Punch 2 Session, wenn ich das richtig verstanden habe. Donnerstag ist auch nochmal, regelmäßig Montag und Donnerstag kommt eine Live-Session in der Regel. Ja, und zwischendurch immer ab und zu mal wieder mal spielen wir auch, wenn wir Bock haben, wenn wir Zeit haben, wenn wir ein Spiel haben, was cool ist. Folgt uns bei Twitch, guckt bei YouTube rein, folgt uns da. Und ja, wir hoffen mal, dass wir das alles noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr zum Zocken haben. Und ich freue mich aber, dass ihr dabei wart. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, tschüss, ich beende die Session hier und bis zum nächsten Mal.